Ich begrüße euch, mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Kartenlegerin und Medium. Ich biete auch Beratungen an. Ende dieser Aufnahme werde ich meine Kontaktdaten einblenden und ich freue mich natürlich auch auf die Gespräche. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo. Ich veröffentliche mit anderen Namen, weil ich möchte das anonym behandeln. Das ist die Video von Lilian. Ich beschreibe kurz ihre Lebenssituation. Sie orientiert sich gerade neu beruflich. Sie lernt auch, ist vielseitig interessiert. Und sie möchte sich selbstständig machen. Aber wichtiges Thema ist bei ihr Liebe, Partnerschaft. Und sie hat noch Erinnerungen an jemand und hofft für einen Neuanfang, zu einer Versöhnung. Das heißt, sie liebt noch jemand. Sie habe momentan keinen Kontakt. Und vor kurzem hat sie einen neuen Mann kennengelernt und das hat mit Begeisterung mir erzählt. Die Frage ist, wie soll sich orientieren? Welche von den beiden wäre die richtige für sich? Ich muss dazu sagen, dass die neue Mann erinnert sie sehr an die alte Liebe. Ist auch kein Wunder, weil die beiden Männer sind im gleichen Jahrgang geboren und gehören zu demselben Tierkreiszeichen und die haben auch dasselbe Aszendent. Die beiden Horoskopen sind nicht identisch, aber haben viel Ähnlichkeit miteinander. Und was könnte ich Lilian raten? Dass sie an ihr Herz hört, an ihren eigenen Gefühlen. Aber ich helfe dabei, mehr Klarheit zu bekommen und ich werde die Horoskopen miteinander vergleichen. Diesmal handelt es sich um 3 Horoskopen, also die Geburtshoroskop von Lilian und die Geburtshoroskop von beide Männer. Wir nennen mal die alte Liebe als Mike und die neue Begegnung nenne ich mal Alex. Das ist natürlich nicht der richtige Name. Und fangen wir an. Liebe Lilian, das ist dein Video. Und ich grüße dich und ich freue mich, dass ich für dich diese Aufnahme machen kann. Und schauen wir erstmal dein Geburtshoroskop an. Du bist im Tierkreiszeichen Zwilling geboren. Also das heißt, es gibt Leichtigkeit, hast viele Interesse und das zeigst du auch gerade in deinem beruflichen Weg. Mars befindet sich gerade im Tierkreiszeichen Zwilling. Das gibt dir gerade die Kraft dazu, all das zu bewältigen, aber bedeutet Mars auch eine männliche Person, also es ist kein Zufall, dass du Alex, also dieser neue Mann, jetzt gerade begegnet hast. Mars bewegt sich im Augenblick, nämlich im Tierkreiszeichen Zwilling. Du bist im Grenzen geboren zwischen Zwilling und Krebs. Und das bedeutet bei Grenzgänger und bei dir auch, dass du mit beiden Tierkreiszeichen sehr vertraut bist. Auch vertraut mit dem Tierkreis seinen Krebs und das ist eine fürsorgliche, mütterliche Art. Und die Frage ist aber jetzt nicht deine berufliche Situation oder deine Mütterlichkeit, sondern die Frage handelt sich um deine Partnerschaft, deine Liebe. Und da hast du eine karmische Aufgabe. Im weiblichen Horoskopen und bei dir auch bedeutet Venus die eigene Weiblichkeit, aber Venus ist auch das Liebesplanet. In deinem Geburtshoroskop, in diesem Punkt, wo Venus befindet, im Tierkreiszeichen Stier, das heißt, dein Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Stier und es ist natürlich ein guter Platz für Venus, weil der Planet Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Stier. Und das ist ein guter Geschmack.
dein Ästhetik, dein Schönheitssinn, dein Ruhe, die Bedürfnis nach Ruhe und Sicherheit und Stabilität und eine schöne Umgebung. Und es zeigt sich an im Bereich, wo sich Tierkreis einen Stier und dein Venus befindet, und das ist das siebte Haus. Und das siebte Haus ist Partnerschaft und Ehe. Das bedeutet, es ist für dich ein wichtiges Thema, die Liebe und Partnerschaft. Hier in diesem Punkt, genau da, wo dein Venus befindet, steht auch dein aufsteigender Mondknoten. Und das ist die Drachenkopf. Deine neue karmische Erfahrungen. Und auch deine Lernaufgabe. Und das ist im Bereich Liebe, Partnerschaft. Venus gibt dir dazu die Glück. Und es im Tierkreiszeichen Stier, dass das schön gestaltet wird, deine liebe Partnerschaft. Aber du lernst hier etwas. Das ist für dich ganz, ganz neue Erfahrungen, in eine schöne, harmonische, sicheren Partnerschaft zu leben. Der Wunsch ist da, weil die Venus Energie richtet sich in diese Richtung. Das heißt, du hast einen inneren Bedürfnis als Frau, in eine feste Partnerschaft zu leben, und das soll schön harmonisch sein und soll dir Sicherheit, Stabilität, dieses Gefühl vermitteln. Also das ist dein Bedürfnis. Das zeigt an Venus. Aber die aufsteigende Mondknoten zeigt, da kennst du dich nicht aus, weil das ist für dich ein Neuland. Hier magst du neue Lebenserfahrungen. Wenn hier neue Lebenserfahrungen gibt, dann muss auch alte Lebenserfahrungen auch geben. Und das liegt genau gegenüber, wo die absteigende Mondknoten, die da Drachenschwanz befindet. Und das ist im Tierkreiszeichen Skorpion im ersten Haus. Das wäre noch weniger das Problem, dass du im vergangenen Leben mehr oder weniger alleine gestellt warst, was nicht unbedingt bedeutet, dass du ohne Partner gelebt hast, sondern du warst auf dich gestellt, alleine gelassen. Sondern das Problem ist, dass in diesem Punkt, wo die absteigende Mondknoten befindet, befindet sich auch ein rückläufiger Neptun. Und es zeigt an Enttäuschungen. Und das im Skorpion, das sind tiefe Wunden, was du von der Vergangenheit, diese Erinnerungen an dir trägst. Es ist vielleicht gar nicht bewusst, sondern spielt sich im Unbewussten ein, aber deine Seele erinnert dich an diese Vergangenheit. Und da brauchst du Heilung. Erstens dein Selbstbewusstsein, dass du selbst in die Lage bist, die Vergangenheit abschließen. Und die Skorpion hilft dir dabei, weil die Skorpion ist die Transformation. Und mit dieser Skorpion-Energie kannst du deinen Gefühlen transformieren und steigst wie Phönix aus die Asche. Das heißt, du hast diese inneren Kraft, deinen alten, verletzten Gefühlen loslassen, beenden, oder in diesem Transformation, in diesem Reinigungsprozess oder Heilungsprozess dafür sorgen, dass du in diesem Leben Vertrauen schenkst an die Liebe, an die Partnerschaft, an die Ehe. Und bei den Mondknoten ist es sehr wichtig, dass man die Ausgleich hat. Das heißt, es wäre auch verkehrt, dich zu opfern für eine Partnerschaft,
und dich selbst, auch deine Selbstständigkeit aufgeben, nur damit in eine harmonische Ehe leben kannst, sondern du brauchst auch das erste Haus, auch deine Vergangenheit auch, mal selbst zu sein. Und hier alles in die Waagschale legen, ein Ausgleich finden. Und das findest du so, wenn du vertraust, dass dein Schicksal zu dich eine schöne, harmonische Partnerschaft führt. Und das verspricht dir Venus im Stier im siebten Haus, dass du dass dein Schicksalsweg ist, das zeigt die aufsteigende Mondknoten. Dann die Aufgabe ist, alte verletzten Gefühlen, was die rückläufige Neptun hier im Skorpion zeigt, diesen Gefühlen transformieren. Das zeigt die Skorpion. Und du hast diese Kraft, diese inneren Kraft, all das zu bewältigen. Und das verspricht die Skorpion. Hier herrscht der Planet Pluto. Und das ist das konzentrierte inneren Kraft. Und das hast du an dir. Also die Skorpion hilft dir dabei. Und dann Vertrauen schenken an diese Liebe, an diese Partnerschaft. Und wenn das so weit ist, dass du in Partnerschaft lebst und es wird schön und harmonisch sein, zeigt mir die Stier an im siebten Haus und Venus im siebten Haus und du hast eine schön bestrahlte Venus, muss ich dazu sagen. Das heißt, dein Schicksalsweg führt dich in eine glückliche, harmonische, schöne Beziehung. Und dann zurück in erste Haus, dein absteigender Mondknoten. Deine alte karmische Erfahrungen, wo oft alleine gestellt warst und müsstest stark sein, diese Stärke, diese inneren Stärke sollst du bewahren. Das heißt, du sollst innerhalb in die Ehe, und das wird die zweite Ehe sein, innerhalb in dieser zweiten Ehe dich verwirklichen. Weil dann bist du vollständig glücklich, dann hast du die Ausgleich gefunden. In diesem Bereich, wo die absteigende Mondknoten ist im Skorpio und auch Neptun, eine rückläufige Neptun, wirkt in diesem Bereich ein Fixstern. Und dieser Fixstern heißt Agena. Und diese Agena befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Das ist das Knie des Kentaur. Das ist das Mischwesen, halb Pferd, halb Mensch, das Symbolbild für die Tierkreiszeichen Schütze. Und dieser Stern, diese Agena, sagt dir eine Botschaft, eine klare Botschaft. Niederbeuge vor niemand. Sondern steh wie ein Eins da, geradeaus. Und mit dieser Haltung hast du Erfolg, Macht und Aufstieg. Natürlich wirkt das in erster Haus, in deiner Persönlichkeit wirkt dieser Stern. Und wenn das zu deiner Persönlichkeit gehört oder das ist ein Rat von diesem Stern, dass du darauf achten sollst, dann wirkt das in alle Lebensbereichen, auch beruflich. Und es brauchst gerade in deinem Neuanfang, in deiner beruflichen Situation. Also nicht nachgeben und nicht niederbeugen vor niemand, sondern zu dir selbst stehen und hast auch diese Kraft, weil dann spürst du deine eigenen Macht. Das ist die Botschaft von Agena. Und das natürlich auch in die Partnerschaft, dass du, es ist wichtig, die Gleichgewicht und du möchtest Harmonie. Das ist die Stier Venus. Möchtest in die Partnerschaft die Ruhe und die Harmonie. Ist auch dein Wesen. Aber wenn das drauf ankommt, wenn du das Gefühl hast, es ist wichtig, dass du das verdrehst, was du möchtest, dann steh zu dir selbst. Und muss nicht immer nachgeben. Und das ist die Botschaft von diesem Stern Agena.
Dann schauen wir mal weiter dein Horoskop an. Also so viel habe ich schon mal gesagt, dass du Aszendent Skorpion hast. Gehört auch zu deiner Persönlichkeit. Und diese Aszendent ist deine Ausstrahlung. Etwas mystisch, undurchschaubar, also strahlst du etwas Magisches aus, wie jede, die Skorpion Aszendent haben. Aber noch etwas strahlst du auch. Und das ist die Erotik. Du hast, ob du willst oder nicht, erotische Ausstrahlung. Weil erstens, die Tierkreis einen Skorpion hat einen Bezug zu achter Haus und das beschreibt auch die Sexualität. Also da hat man schon einen Bezug. Zweitens, über die Tierkreis einen Skorpion herrscht der Planet Pluto und Pluto ist zugeordnet zu den Sexualorganen. Und ein Skorpion Aszendent vermittelt dann eine gewisse sexuelle Ausstrahlung. Auch wenn du nicht so kleidest, trotzdem nehmen dich die Männer so wahr. Und das soll dir auch bewusst sein. Dann schauen wir mal an dein Mond. Dein Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe. Ist dir aber nicht ganz bewusst. Vielleicht bist du jetzt gerade im Zeit, dein Löwe zu entdecken. Aber ich kann das mal folgendermaßen beschreiben. Die Planeten haben miteinander Verbindungen. Und dadurch entsteht ein inneres Bild. Und das ist eine Einheit. Eine Figur, könnte ich sagen, eine Figur. Und das hat auch eine Bedeutung. Und wenn ein oder zwei Planet nicht zu diesem Figur gehört, das hat einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Der Nachteil ist, dass du durch die Erziehung keinen Zugang bekommst von der Kindheit oder in jungen Jahren zu diesem Planet oder in diesem Fall, also bei dir, ist es der Mond. Der Mond ist kein Teil von dieser inneren Figur. Mond verbindet sich bei dir nur mit Jupiter. Ansonsten verbindet sich nicht mit anderen Planeten. Wie ich schon sagte, die Nachteil ist, und die Mond ist auch das Mutterbild, also nicht du selbst als Mutter, sondern dein Bezug zu deiner Mutter. Deine Mutter hat dir nicht den Weg gezeigt, dich als Frau wie eine Löwe, dieser königlichen Tierkreis zeichnen, dich zu fühlen. Und diese Eigenschaft hast du an dir, weil du hast in deiner Geburt das mitbekommen. Du hast einen Teil, zwar ein großer Teil, weil das betrifft dein Inneren, dein Gefühlen und das Unbewusste an dir, du bist ein Teil von den Löwengeborenen, aber es wurde dir nicht beigebracht. Und das ist das Nachteil, dass du das selbst entdecken musst im Laufe deines Lebens. Der Vorteil ist, wenn du das entdeckt hast und das verinnerlicht hast, deine Löweneigenschaft, das Löwe an dir, diese Stärke, diese königlichen Tierkreiszeichen an dir, dann ist das eine reine Energie, weil da mischt sich anderen Planeten gar nicht ein. Der einzige Einfluss, was dein Mond hat, das ist Jupiter. Und Jupiter hilft dir dabei. Oder sorgt dafür, dass wirklich ins Licht kommt. Oder dass sich etwas verstärkt bei dir, diese Löweneigenschaften. Also der Jupiter unterstützt ansonsten keine andere Verbindung zum anderen Planeten. Und das wird dazu führen, dass du als einzigartig das empfindest, weil das ist deine Entdeckung an dir und das ist ganz rein und ganz sauber, ohne Einflüsse von anderen von außen. Wenn du
dabei bewusst bist, dass dein Mond im Löwen ist und hast diese Ausstrahlung und stellst dich auch mal im Mittelpunkt, was ein Löwengeborener macht, in dein Leben und strahlst es aus und spielst die Hauptrolle in dein Leben. Und wenn du dieses Gefühl bekommst, und bei Mond geht es auch um Gefühlen auch, dann bist du die Königin in dein eigenen Leben. Und dieser neue Mann wünscht das auch. Aber ich erkläre gleich, wenn ich auf sein Horoskop eingehe. Vielleicht ist es auch eine Begegnung, wo dieser neue Mann dir, dieser Löwe, diese Königin an dir rausholt. Aber das sofort gehen wir darauf ein. Also es ist wichtig, dass du einen Zugang zu deinem Mond findest und dass du mit diesen Löweneigenschaften bewusst bist und dass du nützt das in dein Leben und setzt es um im Praktischen, im Realität und bestimmten Situationen verhältst du dich, was auch dein Gefühl sagt, weil die Mond ist hier, dass du dann auch so verhältst, dass du dich mal zum Glanz bringst oder dich im Mittelpunkt stehst. Und das ist auch dein beruflicher Weg, weil die Löwe steht im Spitze des Horoskopes. Das heißt, durch deinen Beruf bekommst du die Glanz. Und das ist schon deine Selbstständigkeit und bist gerade dabei, beruflich das zu erreichen. Natürlich, die Uranus hilft auch dabei, einen außergewöhnlichen Beruf auch zu üben, auch im 10. Haus. Aber die Frage ist diesmal nicht deine berufliche Situation, sondern hier geht's um Liebe, Partnerschaft. Dann noch etwas, was dir hilft im Allgemeinen im Leben, aber hilft auch bei Partnerschaft natürlich. Also als Zwillingsgeborenen bist du intelligent, vielseitig interessiert, machst auch Schulungen und bist da in dieser Richtung sehr aktiv und das ist auch dein Zwillingssonne. Aber noch auf dein Merkur auch möchte ich eingehen. Merkur ist im Tierkreiszeichen Krebs. Das heißt, in deiner Sprache bist du sehr gefühlsvoll oder nimmst alles mit Gefühlen wahr und drückst du dich so aus. Und mit diesem Merkur im Krebs neigst du dazu, andere zu bemüttern oder um andere zu sorgen. Und das ist eine schöne Eigenschaft. Kann auch bei dir passieren, dass du dann verletzt fühlst und ziehst du dich zurück. Dazu neigen natürlich die Krebsgeborenen. Und bei dir handelt sich bei Sprachen, bei Kommunikation, auch wenn du Zwillingsgeborenen bist und da ist die Sprache natürlich sehr vertraut. Aber mit deinem Merkur im Krebs, wenn du dich verletzt fühlst, neigst du dazu, nichts zu sagen. Aber dieser Merkur hat nochmal einen Einfluss und das ist im Bereich Krebs, aber dieser Stern, was einen Einfluss auf dein Merkur hat, ist eigentlich ein Stern von den Zwillingen. Und das ist das göttliche Zwillings Pollux. Pollux bestrahlt dein Geburtsmerkur, dass du das weißt. Merkur ist auch das Wissen und dass du dich so ausdrückst im Leben. Also sei mit deinem höheren Bewusstsein auch bewusst. Die Geschichte dazu ist, es gab ein wunderschöne Königinlieder und Zeus liebte schöne Frauen und verliebte sich an diese Lieder, verwandelte als Schwan und dann näherte sich zu Leda. Auf jeden Fall, Leda wurde schwanger von Zeus. Aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta und wurde von ihrem Ehemann auch schwanger und gebar Kastor. Und das sind die zwei Zwillinge, Kastor und Pollux. Jetzt sollen wir nicht nachdenken, ob das moralisch ist oder nicht,
sondern Bewusstsein, die Symbolsprache, was hier im Zwillingen vermittelt wird. Und du bist Zwillingsgeboren, du hast Zugang zu den Zwillingen. Und hier bei Merkur wird er noch intensiv dein Pollux. Und das ist das Castor, das Menschliche, und Pollux, das Göttliche. Und die beiden Zwillingen sind miteinander verbunden. Und die Göttliche lässt auch nicht ihr Halbbruder bei Sterben alleine, sondern bat Zeus, sein Vater, dass seine Unsterblichkeit aufgeben kann und bei seinem Halbbruder zu bleiben, worauf Zeus hat die beiden Zwillinge unsterblich gemacht und die beiden Zwillingen im Himmel gesetzt. Das ist das Sternbild Zwilling. Und das ist eine klare Sprache, Bewusstsein, und das vermitteln die Zwillinge. Wir haben einen höheren Selbst. Und das hat diese göttliche Herkunft, ein Teil von der Schöpfung zu sein, verbinden mit dem Göttlichen, einem höheren Bewusstsein. Und das zeigt dir dieser Pollux, dieser höheren Bewusstsein, oder der göttliche Zwilling. Steig höher, sei damit bewusst, deinen höheren Bewusstsein, und drück das aus in dein Leben. Und das ist eine Botschaft auf dein Merkur, dass du im Leben dich so sprichst, vermittelst, dass du mit deinem höheren Bewusstsein bewusst bist. Also das ist auch eine Botschaft. Und das vielleicht auch kannst üben, dass du selbstbewusst bist, dass du dich selbst darstellst, dass du mit deinem höheren Bewusstsein arbeitest und deine Löwe natürlich im Licht bringst und dich im Mittelpunkt stehst, dass du nicht niederbeugst von niemand, sondern an dir selbst vertraust, dass diese Kraft vertraust, deine Gefühle transformierst und dass bewusst bist, dass du eine Ausstrahlung hast, was auf anderen sehr magisch wirkt, auf Männer sogar erotisch wirkt, und das ist mal hilft dabei, dass du einen anderen Auftreten hast. Dann auch bewusst sein, dass dein Schicksal dich zu einer zweiten Ehe führt, und das ist schön und harmonisch. Das habe ich gesagt, das verspricht dir die aufsteigende Mondknote, das verspricht dir Venus im Stier im siebten Haus. Dann schauen wir nochmal an, bisschen näher noch dein Horoskop. Fortuna, das Glück, befindet sich bei dir im Tierkreiszeichen Schütze. Und auf dein Glück, auf diesem Fortuna, hast du auch einen Einfluss von anderen Sternen. Und dieser Stern heißt Sabik. Und dieser Sabik befindet sich im Schlangenträger und sagt oder heißt übersetzt diese Stern die Vorausgehende. Das heißt, wenn du zeigst anderen den Weg, weil du die Vorausgehende bist und triffst in dein Leben die richtige Entscheidungen, was auch der Schlangenträger gemacht hat, dann heißt, dann bringt dir das Glück. Und das sind im Tierkreiszeichen Schütze im zweiten Haus, das bedeutet finanzielle Glück, materielle Glück. Und das wäre vielleicht auch eine Botschaft, was du auch verinnerlichen kannst. Vielleicht hängt es nicht unbedingt zusammen jetzt mit deiner liebe Partnerschaft, aber das ist auch eine Botschaft, sei die Vorausgehende, sei die Wegweiser für andere und triff die richtige Entscheidung. Und das vermittelt dir die Sternbild Schlangenträger, und dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt, und er hat ein Kind gerettet und er musste das Kind heilen, und er
kamen zwei Schlangen. Die eine hat das Gift gebracht, die andere die Heilkräuter. Und die Schlangenträger musste wichtige Entscheidungen treffen. Wählt die Schlange mit dem Gift oder wählt die Schlangen mit dem Heilkräuter? Und die Schlangenträger oder Asklepios hat die Schlangen gewählt mit dem Heilkräuter und so hat des Königssohn gerettet. Der ist in einen Honigtopf reingefallen. Und hier für dich eine Botschaft. Sei in dein Leben achtsam. Bei Begegnungen, dass du nicht in diesem Honigtopf fällst wie dieses Kind. Also sei kein Kind in dein Leben, sondern sei achtsam. Wenn du süßen Worten hörst, dann stellt immer die Fragen, wenn das so honigsüß kommt, ist das die Wahrheit oder ist das die Lüge? Und so triff deine Entscheidungen. Weil wenn du so lebst, dann hast du Glück in dein Leben, das verspricht dir diese Energie von Fortuna und natürlich auch finanzielle Glück, weil das befindet sich in deinem zweiten Haus, wo die Finanzen sind. Dann im tiefsten Punkt im Horoskop befindet sich die Tierkreiszeichen Wassermann und in diesem Bereich wirkt auch ein Stern, ein besonderer Stern und dieser Stern heißt Sadal Sud und es übersetzt heißt das Glück des Glückes. Das heißt, in dein tiefster Punkt im Horoskop hast du Glück und das ist deine Ahnen, deine Verwurzelung. Woher du kommst, ich kann das mit einem Baum vergleichen. Das ist das Wurzel, den Baum, die Verwurzelung. Und da hast du Glück und vertrau auch auf diesem Glück in dein Leben, weil das hilft dir oft recht zu halten, was die anderen Stern Agina dir sagt, niederbeuge vor niemand, sondern stehe geradeaus. Und da ist diese Stern Sadal Sud im tiefsten Punkt des Horoskops verspricht dir das Glück. Das heißt, du stehst immer auf, weil du hast dieses Boden, wo du auch vertrauen kannst, dass du da Glück hast. Du hast aber eine Lernaufgabe erteilt von Saturn. Das ist gar nicht einfach. Du hast Saturn-Chiron-Konjunktion im Tierkreiszeichen Fischen. Und das erinnert an deine Vergangenheit, an die alte Karma, was dieser rückläufige Neptun im Skorpion auch zeigt. Hier im Fischen auch. Wo ich sagen kann, das sind alte Verletzungen. Verletzungen von Vergangenheit. Und da hast du tiefen Wunden. Aber Chiron hilft dir bei der Heilung. Und Saturn sagt auch, lerne das, da Heilung zu bringen und heil deinen alten Wunden. Oft hilft es, wenn wir hier und jetzt sind und nicht allzu viel nachdenken auf die Vergangenheit. Dein Saturn bildet sich auch ein Quadrat zu die Sonne. Das ist dein Selbstbewusstsein oder dein Selbstbild. Aber auch der Vaterbild hier ist verletzt durch dieses Saturn-Quadrat. Aber hier hast du eine Lernaufgabe, zu deinem Selbst zu stehen, dein Selbst zu stärken. Natürlich ist es eine große Herausforderung, gar kein Frage, das kann mit dem alten Karma zusammenhängen, dann kann das mit der Kindheit zusammenhängen und da brauchst du enorm viel Kraft und dabei hilft dir der Skorpion, diese inneren Kraft zu holen und damit bist du vertraut mit der Tierkreiszeichen Skorpion, weil das sind die alte karmische Erfahrungen und es ist nicht nur die Verletzungen, sondern da sind auch Gutes dabei, weil du weißt, wie man Gefühle transformiert. Und natürlich jetzt hier lernen mit diesem Chiron-Energie bei Saturn, lernen, dass er auch
benötigt eine gewisse Heilung. Und das ist im Bereich fünfte Haus. Wie heilst du das? Wenn du hier im Jetzt bist, wenn du dein Selbstvertrauen arbeitest, dann hast du diese Sonne-Saturn-Quadrat ausgeglichen. Aber die fünfte Haus hilft dir auch, das Lebensfreude. Die fünfte Haus hat eine Analogie zu dem Tierkreiszeichen Löwe. Und diese fast unaspektierte Mond im Löwe, weil Mond hat nur eine Verbindung und das ist Jupiter, dass du, wenn das entdeckst, dann entdeckst dein Löwe, dass du ein Teil von dem Löwe bist und hilft hier im fünften Haus bei dieser Saturn-Chiron-Konjunktion, diese Wunde zu heilen und zu dir selbst, dein Selbstbild zu leben, dein Selbst zu stärken auch. Wenn du mehr Lebensfreude hast und Vertrauen an dein Schicksal, an deine Zukunft und dann auch deine Partnerschaft natürlich. Also dieses fünfte Haus, einfach vorstellen, dass das Leben ist dein Theaterstück. Und du schreibst die Drehbuch, du wählst die Kostüme aus und du spielst natürlich die Hauptrolle. Wenn du das übst ein bisschen, dann lebst ein Löwe. Und das hilft hier im fünften Haus natürlich auch. Gibt eine gewisse Lebensfreude. Und diese spielerische hilft dir dabei, die Zwillingssonne. Also das ist auch mal ein Hinweis. In Deszendent, was ein Spiegel ist zu deinem Seelenpartner oder auf die Partnerschaft, das ist, wo die Sonne untergeht im Westhorizont. Hier wirkt ein Stern Alkyone. Und diese Alkyone befindet sich bei Plejaden. Und diese Plejaden sind die sieben Schwestern, die Töchter von Atlas. Und den arabischen sagen zu diese die arabischen Astrologen sagen zu dieser Alkyone, das ist die Königin, wo über alles siegt. Und wenn hier bei dir im siebten Haus das wirkt, dann sei diese Königin, wo siegt und führt zu deiner Partnerschaft, weil mit diesem Deszendent öffnest die Tor zu deiner zweiten Ehe, zu deiner festen Partnerschaft. Ich bin überzeugt, dass es zu einer Ehe oder eheähnlichen Beziehung führt. Also, es ist eine Botschaft wieder, die arabische Name für Alkyone, die Plejaden, die Töchter von Atlas, das sind die weinende Geschwister und sie trauern an ihren Bruder, aber diese Tränen sind entweder die Tränen der Trauer oder die Tränen der Lebensfreude. Und wenn du dieses fünfte Haus nicht öffnest, diese Saturn-Chiron-Konjunktion im Tierkreiszeichen Fischen im fünften Haus und lebst nicht diese Lebensfreude, dann neigst du dazu, die Tränen, die Trauer zu leben. Aber du sollst die Tränen der Freunde genießen und mit diesem Energie, mit diesem Alkyone öffnest die Tor zu dein siebten Haus. Und ich wiederhole nochmal, wie die Araber nennen diese Stern, die Königin, die über alles siegt. Und hier, natürlich vielleicht ist es auch ein Hinweis, wo du auch beherzigen kannst. Auf dein Venus ist, du hast in dein Horoskop ein Venus und aufsteigende Mondknoten-Konjunktion im siebten Haus im Stier. Das heißt, die Venus lenkt dich in diese Richtung, hast auch diesen Wunsch.
die aufsteigende Mondknoten sagt, es ist dein Schicksalsweg, aber du bist damit nicht vertraut. Das sind neue Erfahrungen. Die Stier ist die Bedürfnis, es soll schön und harmonisch sein. Und auf diesen beiden, auf dem Venus und auf dem aufsteigenden Mondknoten, ist auch ein Einfluss von außen und diesem Stern heißt Alpberg. Und dieser Stern Alpberg befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Und das ist wie ein Nabelschnur, verbindet die beiden Fische. Im Tierkreiszeichen Fischen handelt sich um zwei Fische. Die eine schwimmt nach rechts, andere schwimmt nach links. Man könnte sagen, der eine ist der südliche Fisch und die andere ist der nördliche Fisch, wie das im Stammbild ist. Und diese Alpberg verbindet die beiden Fische. Und das ist dein siebte Haus in Partnerschaft. Und ich musste ein bisschen lächeln, weil das erinnert mich jetzt gerade auf deine Situation. Du hast zwei Männer in dein Leben, ein Ex und ein Neuer. Und die sind fast wie Zwillinge. Die sind im gleichen Jahrgang geboren, die haben die gleiche Tierkreiszeichen und die haben die gleiche Aszendent. Das sind wie zwei Fischen. Und jetzt brauchst du diese Energie, diese Alpberg, was verbindet die beiden Fischen. Das heißt, du hast zu beiden eine Verbindung, die Erinnerung an die alte Liebe und noch auch Sehnsucht und Gefühlen und Hoffnung und die Begeisterung an die neue Begegnung. Und hier verbindet sich die beiden Fische. Vielleicht könnte ich mal so behaupten, dass in deinem Geburtshoroskop das schon vorher gesehen war, dass du in diesem Lage kommst und gerade läuft Mars im Tierkreiszeichen Zwilling. Das bedeutet, im Augenblick bewegt sich die Planet Mars im Tierkreiszeichen Zwilling. Und genau dieser Zeitpunkt hast du mit diesem Mann begegnet, mit diesem Neuen. Und Mars ist die männliche Person und hat das mit Liebe zu tun. Also es war auch kein Zufall. Also hier ist die Verbindung zu den beiden Fischen, zeigt dieser Stern an und hier wirkt auch dein Mondknoten. Das heißt, hier hast du eine karmische Aufgabe. Entscheiden, welchen Fischen zusammen bist. Die sind nicht im Tierkreiszeichen Fischen geboren, sondern diese Alpherg kommt von Tierkreiszeichen Fischen. Rechts oder links, alte oder die neue. Und genau in diesem Lernaufgabe, in diesem Entscheidung stehst du gerade. Dann möchte ich zeigen auch dein Geburtsmaß. Im weiblichen Horoskopen bedeutet Maß auch die Kraft, die Durchsetzungskraft, auch die Bewegung wie Sport, aber bedeutet auch das männliche Person. Man könnte sagen, der Mann, wo man sich so wünscht, der Typ Mann, beschreibt die Venus-Energie im Horoskop. Und es befindet sich bei dir im Tierkreiszeichen Zwilling. Das heißt, du hast ein Mars im Tierkreiszeichen Zwilling. Das heißt, der Mann soll auch Leichtigkeit, die Luft in dein Leben bringen. Das heißt Leichtigkeit oder Freiraum. Du brauchst Freiraum und du wünschst du dir einen Mann, der dir diesen Freiraum auch gibt. Aber dieser Mann muss auch vielseitig interessiert sein, jugendliche Ausstrahlung soll haben, beweglich sein und auch klug. Also ein intelligenter Mann. Und auf diesem Mars hast du zwei Einflüsse. Im Geburtshoroskop die Verbindung zum anderen Planeten. Dein Mars ist verletzt. Verletzt von einer Uranus-Pluto-Konjunktion. Das heißt, Uranus und Pluto steht bei dir im Tierkreiszeichen Jungfrau zusammen. Die bilden sich eine Konjunktion, wirken sie zusammen und haben einen Einfluss auf dein Mars, auf dein Geburtsmars.
Und das ist natürlich auch deine Durchsetzungskraft, wo das vielleicht in jüngeren Jahren ist nicht leicht, nicht einfach dich durchsetzen. Aber bedeutet auch einer männlichen Person, dass du eine alte Muster verabschieden sollst oder vielleicht die alte Erinnerungen verabschieden sollst, beenden. Und das ist die Pluto-Energie. Beenden, begraben, gibt's nichts mehr. Und die Umbrüche und die Veränderungen zeigen gleichzeitig die Uranus-Energie, das Neue. Das heißt, zurück zu deiner alten Karma, beende das oder versuch, diese Tür zu schließen, diese Erinnerungen oder verletzten Gefühlen, sondern starte einen kompletten Neuanfang. Und das sagt diese Pluto-Uranus-Konjunktion. Etwas beenden, das ist Pluto, in Kraft bleiben, das ist auch Pluto und Uranus, dieser Umbruch, diese Veränderung zu starten. All das wirkt von Jungfrau, das heißt, es bringt etwas in dein Leben in Ordnung. Und so gehst auf diesen Mann ein. Und, oder in diesem Fall, die beiden Männer spielen eine Rolle in dein Leben. Auf dein Mars kommt noch ein Einfluss von den Fixsternen und das ist das Sternbild Orion. Und interessant ist, dass dieser Stern, was hier wirkt auf dein Mars, befindet sich im Sternbild Orion und dieser Stern heißt Rigel. Und das wird in Astronomie gesagt, das ist das Beta Orion. Und es gibt aber auch ein Alpha Orion. Und diese Alpha und Beta, das ist, kommt vom Griechischen, diese Alpha und Beta beschreibt die Helligkeit, die Sterne. Wenn ein Stern Alpha genannt wird, dann ist das hellste Stern im Sternbild. Wenn das Beta genannt wird, dann ist ein bisschen schwächer von die Helligkeit. Und diese Sternriegel von Sternbild Orion wird als Beta Orion genannt, ist aber die hellste. Also das kann ein bisschen widersprüchlich sein. Logischerweise sollte dieser Stern Alpha Orion nennen und das würde ausdrücken, das ist das hellste Stern in diesem Sternbild, weil das entspricht die Wahrheit. Und wird trotzdem nicht als Alpha genannt, sondern wird als Beta genannt, also ein bisschen schwächer von der Helligkeit und wird ein anderer Stern bevorzugt. Und dieser andere Stern, wo hier bevorzugt ist und wird als Alpha Orion benannt, dieser Stern heißt, und da habe ich Schwierigkeit mit der Aussprache, aber ich versuche, beteige, uze, also ich buchstabiere lieber, weil ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Beteigeuze. Das hat schon mit deiner Liebe zu tun oder mit diesen beiden Männern was zu tun. Das Bild zu verstehen. Hier handelt es sich um zwei Sternen. Das Licht und diese Helligkeit hat die Beta Orion. Und trotzdem wird die andere bevorzugt und wird als hellste Stern dargestellt und wird als Alpha Orion genannt. Der Grund ist, weil wechselt sich die Helligkeit, handelt sich um Doppelstern, aber ich möchte jetzt nicht in Astronomie eingehen. Nur zum Verstehen, dass hier ist zwei Sternen, wird miteinander vergleicht und die eine wird bevorzugt, obwohl die andere mehr Glanz hat. Und diese Situation wirkt, weil dieser Stern hat einen Einfluss auf dein Mars. Und genau in dieser Lebenslage befindest du dich. Kann sein, dass die eine von den beiden Männern versuchen,
bei dir glänzen und nehmen diesen Platz ein. Und wenn man genau hinschaut, der andere stellt sich mehr im Schatten, aber hat innerlich mehr Glanz. Das hilft vielleicht mal ein bisschen bei Orientierung. So viel mal, vielleicht werde ich noch in dein Horoskop nochmal eingehen, aber fangen wir mal an, die beiden Männer auch. Schauen wir mal deine alte Liebe an und diese Beziehung ist mehr oder weniger beendet. Du hast aber immer noch eine Verbindung, emotional, du hast Sehnsüchte an diesen Mann. Und vor kurzem könntest du es gar nicht vorstellen, dass ein neuer kommen kann überhaupt, weil du hast immer diese Hoffnung, diese Gedanken gepflegt, dass du mit ihm wieder zusammenkommst. Mal so kurz die Zusammenfassung. Ich sage nicht die richtige Name, ich nenne diese alte Liebe Mike. Mike hat Aszendent Zwilling. Die neue Liebe, wo ich jetzt Alex nenne, hat auch Aszendent Zwilling. Das heißt, bei beiden Männern ist schon ein Bezug zu dir, weil du bist im Tierkreiszeichen Zwillings geboren. Also du bist eine Zwillingsfrau und die beiden haben Zwilling Aszendent. Das ist mal eine Anziehungskraft, da auf dem ersten Blick. Mike, also die alte Liebe, hat auch Mond im Zwilling. Das heißt, seinen Gefühlen ist mit deinem Wesen sehr vertraut. Aber, und jetzt kommt die große Aber, dieser Mond ist verletzt. Hat ein Quadrat zu Venus. Und das bedeutet auch die Partnerschaft. Und das ist gar nicht leicht, das auch auszugleichen. Hier bei Mike handelt sich natürlich logischerweise um ein Männerhoroskop. Und die beiden, Venus und Mond, sind Symbol für Weiblichkeit, für die Frau. Die eine symbolisiert die Mutter und das ist das Mond. Und die andere, und das ist das Venus, symbolisiert die Venus. Und bei Mike, also bei die alte Liebe, entsteht hier eine Spannung. Und wer ist dominant von die beiden? Ist die Mutter dominant oder die Liebe dominant? Die Mutter, die Mond, befindet sich in die Nähe von Aszendent. Und das ist ein persönlicher Bereich. Das heißt, er hat einen engen Bezug zu der Mutter. Also die Mutter steht in erster Stelle. Und das hindert in gewissem Maße, die Liebepartnerschaft zu leben. Und diese Spannung, diese Hindernisse spüren nicht nur die Frauen, die mit Mike zusammen sind, sondern Mike spürt das auch selbst. Und hier sollte er vielleicht da anderes orientieren oder das anderes damit umgehen. Er sollte von die Mutter lösen und die Frau des Venus in erste Stelle stellen. Und interessant ist, dass genau dort, wo Mike, also die alte Liebe Mike, sein Mond steht im Zwilling, genau in diesem Punkt steht dein Mars auch im Zwilling. Und so wie du den Einfluss hast von dem Beta Orion, von diesem Sternriegel, wo heller ist, als Alpha Orion, genau dieser Stern wirkt auf Mikes
Geburtshoroskop auf sein Mutterbild hat einen Bezug auch zu die Frau. Und hier kommt wieder die Zahl 2 im Vorschein durch den Einfluss von diesem Stamm Riegel. Das Mike, die alte Liebe, neigt dazu, die Mutter mit die neue oder mit die Frau im Allgemeinen vergleichen. Und eine von den beiden nimmt die Glanz ein. Und er neigt dazu, da eine engere Verbindung zu suchen, wo gar nicht das Glanz ist, sondern verdrängt die anderen. Also das spielt sich eher so in tiefen psychologisch ab. Also ich glaube nicht, dass Mike da Gedanken macht und vergleicht dich mit der Mutter. Es spielt sich alles in seiner Seele ab. Aber wichtig ist zum Erkennen, hier besteht ein Konflikt und es spiegelt sich in sein Privatleben, in sein Liebesleben, weil die Mutter nimmt die Rolle ein, steht näher in die Nähe zu Aszendent und blockiert sein Liebesleben und verdrängt das Frauenbild. Und die Mutter ist mehr im Glanz, obwohl nicht das Licht hat als die Liebe. Das ist die Vergleich mit diesen beiden Sternen im Sternbild Orion. Die alten Ägypten haben diese Sternriegel auch verehrt und sie sagten, das ist die Fuß der Orion. Also hier muss Schritte machen. Das kommt nicht von alleine, sondern hier muss wirklich Schritte machen, klare Entscheidungen treffen, vergleichen, wer hat die größere Glanz und so benennen auch und so in die Richtung gehen und nicht dieses Scheinbild, dass die eine von den anderen die Platz einnimmt. Also so viel von Mikes Aszendent und Mond und die Verbindung, diese Spannung zu Venus. Die beiden Männer sind im Tierkreiszeichen Waage geboren. Die eine ist im Ende September geboren und die andere ist im Oktober geboren, aber beide Männer gehören zu Tierkreiszeichen Waage. Für Waagegeborenen ist wichtig Liebe und Partnerschaft oder eine Bestätigung von außen, dass etwas jemand widerspiegelt und so fühlen sie sich vollständig, wenn eine Bestätigung kommt und sie neigen dazu, in Partnerschaft zu leben auch. Aber manchmal haben sie Entscheidungsschwierigkeiten. Und das ist die beiden Waagenschale, weil das wird ganz, ganz feinfühlig wie in eine Apothekenschale alles in die Wiege gelegt und so wird das ganz genau ausbalanciert. Und das ist natürlich nicht einfach, wenn man klare Entscheidungen treffen muss im Leben und oft hilft auch mal spontan zu sein. Und das ist nicht nur, dass die beiden im Tierkreiszeichen Waage geboren sind und vielleicht neigen dazu, dass da nicht sofort Entscheidungen treffen, sondern erstmal alles abwägen, sondern bei den beiden Männern, da haben sie auch Ähnlichkeit, liegt auch hier die absteigende Mondknoten, die alten karmischen Erfahrungen. Das heißt, beide Männer haben nicht nur das Wesen von Waage, sondern das gesamte karmische Erfahrungen sind da in die Waage ein bisschen behaftet. Ich muss mich vorsichtig ausdrücken, dass es nicht negativ klingt, weil in diese alten karmischen Erfahrungen sind auch sehr viele Schätze da. Und das sollen wir auch natürlich nützen. Und wenn jemand Waage als
alte karmische Erfahrungen gesammelt hat, wie diese beiden Männer. Natürlich lieben das Schöne, das Ästhetische, sind künstlerisch begabt und lieben das Harmonie. Und das sind schöne Eigenschaften und das sollen sie auch bewahren. Die beiden Männer, auch Mike, der alte Liebe, und auch Alex, die neue Liebe, die sind beide im Tierkreiszeichen Wagen geboren. Und die beiden haben hier die absteigende Mondknoten, die alten karmischen Erfahrungen. Und damit sind sie vertraut. Wie ich schon sagte, das sind auch schöne Eigenschaften. Ästhetik, Schönheit, Sinn, Harmonie, Kunst, Kreativität. Aber sie lernen etwas. Und sie lernen nach vorne schauen. Wahrnehmen die gegenüberliegende Tierkreiszeichen. Weil dort ist die aufsteigende Mondknoten, das Neugebiet, das Neuland, die neue Erfahrungen. Und das ist die Tierkreiszeichen Widder. Das heißt, beide haben hier eine Aufgabe, diese Tierkreiszeichen Widder sich einzulassen und lernen. Und die Widder ist Symbol für Neuanfang, diese Begeisterung, auch die Kraft und Mut. Und hier, das ist für beide Männer alles neu, die lernen das. Und die haben natürlich erstmal Angst von Neuanfang, was natürlich auch ein Hindernis sein kann in Liebe und Partnerschaft. Wenn ich das mit Mike Horoskop, mit Alex Horoskop vergleiche, bei Mike, bei die alte Liebe, da blockiert zwar diese Mutterbindung das Ganze, das er wagt, eine Beziehung einzugehen oder einen Neuanfang starten, aber trotzdem für den Neuanfang tut sich etwas leichter als Alex, der neue Begegnung. Weil bei Alex Horoskop, also das ist die neue Liebe, bei Alex Horoskop hier, wo die aufsteigende Mondknoten ist, also das Neue, das Lernaufgabe, etwas Neues zu wagen, etwas Neues starten, das kann in allen Lebensbereichen sein, es muss nicht die Liebe Partnerschaft sein, sondern wenn er von etwas begeistert ist, auch mutig zu sein und etwas Neues zu beginnen, das ist es. Und hier bei Alex, also bei dem neue Begegnung, liegt auf diesem Mondknoten ein Konjunktion, eine Verbindung zu Lilith. Und die Lilith-Energie ist, das ist ein Energiefeld, das ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel. Dieses Energiefeld vermittelt die Sehnsüchte, Wünsche und Träume, aber davon laufen, Angst bekommen davon. Und die neue Begegnung, Alex, neigt dazu, diese Wünsche, Sehnsüchte, Träume vermitteln, weil das ist da, und dann aber Angst davon zu haben. Und das natürlich blockiert einen Neuanfang zu beginnen mit ihm, eine Partnerschaft einzugehen. Du hast Alex vor kurzem kennengelernt. Für euch beide ist das ein Neuanfang. Vielleicht ist diese Begeisterung von Alex spürbar und natürlich auch diese Lilith-Energie, wahrscheinlich auch seine Träume, seine Wünsche und seine Sehnsüchte. Aber man neigt dazu, das zu verdrängen. Also beide Richtung ist spürbar bei Lilith-Energie. Die Sehnsucht, die Wunsch, die Traum, aber gleichzeitig ist auch die Ablehnung. Und er hat verschiedene Gründe, weil man das nicht zutraut
oder hat man Angst davon? Und hier, wenn auch die aufsteigende Mondknoten, wo auch beide Männer, auch Alex hier eine Lernaufgabe hat, wo für ihn das alles so neu ist, dann im ersten Moment natürlich meldet sich auch diese Angst und er neigt das so zu zurückzuziehen. Und du als Partnerin oder vielleicht zukünftige Partnerin, ihr seid noch nicht in einer Partnerschaft, ihr seid in dieser Kennenlernenphase, sollst du damit bewusst sein, dass er zwar davon träumt, von einer Partnerschaft, aber neigt auch dazu zu Rückzug. Und das alles spielt sich ab im Tierkreiszeichen wieder, weil hier ist die Mondknoten, was die lernen auch. Und momentan bewegt sich der Liebesplanet Venus im Tierkreiszeichen wieder. Das heißt, bei beiden Männern, auch bei Alex, auch bei Mike, ist gerade Thema Liebe, Partnerschaft, auch das zu bewältigen oder etwas lernen. Hier haben die beiden auch eine karmische Aufgabe. Und das ist nicht jetzt in die Tagen, das wird in den nächsten Wochen noch wirksam sein. Also diese Begegnung mit Alex war auch kein Zufall, aber das soll dir bewusst sein, das löste diese Venus-Transit, sage ich mal, die Bewegung des Planet Venus im Tierkreiszeichen wieder gerade, löste das bei Alex aus, steht im gleichen Gradzahl sein Saturn. Also mal kurz spreche ich Alex an, die neue Begegnung. Sein Saturn, seine Lernaufgabe, sein Schicksalsplanet ist im gleichen Gradzahl, wo gerade die bewegliche Venus wirkt. Das heißt, in dem Tag, wo euch begegnet habt, Entschuldigung, in dem Zeitpunkt, wo ihr euch kennengelernt habt, löst Venus auf sein Saturn. Und durch diese Saturn auch das gesamte Horoskop. Bei Saturn kann auch eine Lernaufgabe sein, kann auch bedeuten, zum Erkennen, dass jetzt die richtige Frau da ist. Weil Saturn möchte Sicherheit, Stabilität. Und das werde ich später erklären. Bleiben wir mal bei Mikes Horoskop. Und dann erkläre ich das bei Alex. Aber jetzt, weil wir bei Mondknoten waren und habe ich jetzt mal die beiden Männerhoroskope miteinander verglichen. Das heißt, bei Neuanfang haben sie beide Lernaufgabe, beide Themen Tierkreiszeichen wieder. Da bewegt sich die Liebesplanet Venus gerade. Hier haben die beiden Männer das Schicksalsplanet Saturn, wo etwas auslöst im Horoskop bei beiden. Aber andere Art und Weise, bei die alten Liebe Mike löst aus alte Schmerz und Verletzungen. Kann auch was karmisch sein. Also das muss nicht mit euren Partnerschaft was zu tun haben, also löst auf jeden Fall Erinnerungen und diese Erinnerungen sind Enttäuschungen oder verletzten Gefühlen, was Mike erlebt, gerade durch diese Venus-Transit, was gerade auf den Saturn wirkt. Bei Alex, bei dieser neuen Begegnung, löst etwas anderes aus. Bei Alex die Chancen, die Möglichkeiten, in eine richtige Beziehung einzugehen, der hat andere Verbindungen und hat einen Einfluss auf siebte Haus sogar, aber das erkläre ich dann sofort. Aber bleiben wir bei Mike Horoskop. Also so viel ist mal klar, dass Mike hat eine Spannung zwischen Mond und Venus, und das ist schon Liebe, Partnerschaft und das Mutterbild, hat eine enge Bindung zur Mutter, wahrscheinlich kann gar nicht von der Mutter loslassen, sondern das beeinflusst
sein Privatleben, sein Liebesleben, die Mutterbild oder die Mutter selbst. Und das hindert dabei, dass er zu sich steht oder zu der Beziehung steht. Da sind gewisse Hindernisse da. Und er muss da Schritte machen und diese Hindernisse überwinden. Durch diesen Venus-Einfluss von der Bewegung, die Planet Venus löst bei seinem Horoskop etwas Karmisches aus oder in sein Schicksal, da kommen alte verletzten Gefühle hoch, muss nicht unbedingt mit der Liebe zu tun, wobei die Venus-Transit schon mit Liebe auch was zu tun, aber kann auch bedeuten, dass geliebt zu sein, und nicht unbedingt in einer Partnerschaft, kann beides bedeuten, aber löst etwas in sein Horoskop momentan aus, wo alten verletzten Gefühlen hochkommen. Bei Alex löst was anderes aus. Also das bedeutet, wenn die beiden Männer vor einem Neuanfang stehen, beide haben mal erstmal ein gewisses Hindernis in die Liebe-Partnerschaft. Bei Mike, bei die alte Liebe, ist die Bindung zu der Mutter. Und bei Alex ist die diese Lilith-Energie, die Sehnsucht, die Wunsch, aber doch nicht zulassen, sondern ein Schritt vorwärts, zwei zurück und hin und her und mal zurückziehen. Also das kannst du mit Alex, mit dieser neuen Liebe, natürlich als Partnerin auch erleben. Und was verrät mir noch Mikes Horoskop? Also so viel wissen wir, dass er im Tierkreis einen Waage geboren ist, dass er Aszendent Zwilling hat. Das ist natürlich viel Luft, viel Leichtigkeit, dass er lernt, mutig zu sein bei Neuanfang, dass er auch etwas wagt, lernt auch selbst Schritte zu machen und diese Mutterbild ausgleichen und doch zu die Partnerschaft stehen. Die Venus bei Mikes Horoskop, also bei die alte Liebe Venus, ist bei ihr im Jungfrau. Das ist mehr bescheiden, also eine Frau-Bild, wo mehr bescheiden ist, rein und sauber und intelligent und dass das alles in Ordnung ist. Bei Alex Horoskop steht die Venus im Horoskop, jetzt habe ich bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Bei Alex Horoskop steht die Venus im Löwe. Das heißt, du kannst Alex, diese neue Liebe, mehr begeistern, wenn deine Löwe-Eigenschaften rausholst, was du auch lernst, das Entdecken an dir und stehst im Mittelpunkt oder im Glanz. Also da kannst du Alex, diese neue Liebe, mehr beeindrucken und die alte Liebe, wenn du bescheiden bist, zurückhaltend bist und bist klug und ruhig und bodenständig. Also das ist die Frauenbild, weil die beiden Männer heißt nicht, dass die eine jetzt Jungfrau geboren, eine Frauen bevorzugt und die andere Löwen geborenen Frauen bevorzugt, sondern die Eigenschaften, was die anspricht als Mann und das, was die bei einer Frau suchen. Sein Fortuna, jetzt spreche ich mit Mike, also die alte Liebe bleibe ich noch bei diesem Horoskop, schauen wir mal das ausführlicher an. Also bei Mike ist das Glück Fortuna, befindet sich auch im Tierkreiszeichen Waage. Das heißt, mit seinen Waageneigenschaften und diese alte karmischen Erfahrungen hat er aber auch Glück. Und er soll diese alte karmische Erfahrungen nicht verleugnen oder verabschieden, weil das kann ihm Glück bringen. Und besonders in beruflichen Situationen kann das für ihn ein Vorteil sein. Das ist natürlich die künstlerische Begabung. Und hier, wo Fortuna wirkt, hat ein Einfluss von einem Fixstern und dieser Stern heißt Foramen. Und dieser Stern Foramen befindet sich im Sternbild Schiff Argo.
Dieser Schiff Argo war das Schiff, wo die Argonauten ihre abenteuerliche Reise gemacht haben, die goldenen Vlies wieder von dem Tierkreis, einen Widder, das ist ein goldenen Widder, diese goldenen Vlies wieder zurückholen. Und das war diese abenteuerliche Reise und diese Stammvorrahmen befinden sich in diesem Schiff Argo. Und wenn das hier um Reise geht, um eine abenteuerliche Reise geht und sogar führt zu Widder, natürlich ist es auch wichtig, die Bewegung. Wenn das abenteuerlicher ist, dann ist es mehr die Widdereigenschaften, vielleicht da mal auch mutig zu sein oder mal ein Abenteuer auch einzugehen. Und das meine ich nicht jetzt in die Liebe, dass er Affäre suchen muss, sondern im Leben, in seiner Lebensführung, dass er auch mal was Neues wagte, etwas, was die begeistert oder da mal auch etwas in Bewegung setzt. Dieses Schiff bewegt sich auch, jetzt nicht im Sternbild natürlich, aber bei den Erzählungen. Und bei diesem Stern vor Rahmen, was nichts anderes ist als ein Schlüsselloch, eine Öffnung. In Umgebung, in diesem Öffnung ist Nebel. Das sind kleine Sterne. Und man nennt die als Nebel. Also das heißt benebelt bisschen. Und hier in diesem Punkt, wo berührt seine alte Karma, seine alte karmische Erfahrungen. Und hier liegt die Glück. Ich würde mal das so beschreiben, dass er Talente und Fähigkeiten hat und damit könnte er seine Berufung leben, aber er muss die Öffnung finden. Und weil das alles undurchschaubar ist, weil hier ist in Umgebung dieser Nebel, weil das alles undurchschaubar ist, ist gar nicht einfach mit der richtigen Schlüssel die richtige Tür zu öffnen. Und da ist sein Glück. Wenn in sein Leben hier und jetzt öffnet die richtigen Türen mit dem richtigen Schlüssel und findet diese Öffnung, dann bewegt sich dieses Schiff. Und das führt zu Erfolg, weil hier hat er definitiv Glück. Das, was im alten Leben vielleicht übersehen hat oder nicht getraut hat. Und das zum Wagen, diese Reise, diese abenteuerliche Reise, natürlich braucht die Begeisterung und der Neuanfang. Und das ist die aufsteigende Mondknoten im Widder. Und dann kann er das alles ausgleichen, dass er mutig ist und dass er auch wagt und seine Talente umsetzt im Beruflichen. Also das ist der Einfluss auf Fortuna in sein Deszendent. Und das ist das Tor zu Partnerschaft. In diesem Punkt befindet sich der Stern oder hat einen Einfluss, ein Stern Antares. Und diese Antares ist die eine von den königlichen Sternen im Tierkreiszeichen Skorpion. Wirkt hier im Bereich Schütze. Sein Deszendent und sein siebter Haus befindet sich im Schütze. Aber das ist die Öffnung, diese Antares, und das ist das Herz, das Skorpion, eine von den königlichen Sternen, wie sie das die alten persischen Astronomen beschrieben haben. Und diese Antares, dieser Stern, hat sehr viel Ähnlichkeit mit Mars. Das heißt, mit sich selbst als Mann bewusst zu sein, seine Männlichkeit und sein eigenes Herz wahrzunehmen und nach Herz handeln, nicht was die Mama sagt und nicht zweifeln bei Entscheidungen, sondern sein Herz vertrauen und zu seinem Mann stehen. Antares ist wie ein Spiegelbild von dem Planet Mars. Und zu seinem Mann stehen und dann diese Tür öffnen zu seiner Partnerschaft. Und das, was ihm hilft, eine glückliche, schöne
Partnerschaft zu leben. Und weil dieser Stand wirkt und das bewirkt auch etwas, irgendwann wird der Punkt kommen, wo er dann sein Herz hört und so wird seine Entscheidungen treffen und das lernt er gerade. Auf sein Mars, und das ist seine Männlichkeit, also die Durchsetzung, Kraft, alles was in Bewegung setzt im Leben, aber die eigene Männlichkeit auch, hat auch einen Einfluss von einem Fixstern und das heißt Spiculum, das ist die Pfeil der Schützen und das ist zielorientiert. Also dieser Pfeil verfehlt die Ziel nicht. Als Mann soll Ziele setzen und das zu erreichen und zielorientiert sein. So kann sie besser durchsetzen im Leben, aber wirkt auch in die Liebe Partnerschaft. Auch genau wissen, welche Frau ist das, wo ihn glücklich macht. Und das entdeckt nur, wenn er sein Herz hört und dazu steht. Und er mutig, diese Partnerschaft zu beginnen, da hat seine Lernaufgabe und zu dieser eine bestimmte Frau zu stehen, also zielbewusst, das sagt dieser Fixstern Spiculum. Und diese Mars-Energie und Spiculum wirkt im Bereich 7., 8. Haus, das ist die Partnerschaft Haus, und bei die 8. natürlich auch die Wandlung, aber auch die Sexualität. Also er soll auch seine Sexualität auch leben. Dann schauen wir mal an, welche Einfluss noch hat. Der aufsteigende Mondknoten, das, was er lernt, seine neuen Erfahrungen im Tierkreiszeichen wieder, hat einen Einfluss von Vertex. Vertex ist kein einzelner Stern, sondern Vertex ist die Andromeda-Nebel im Himmel. Und bei Vertex kommen die Sterne wie in einen Punkt, wie alle in eine Linie treffen sie sich in einen Punkt, ein Knoten. Und diese Vertex hat einen Einfluss auf sein aufsteigender Mondknoten, auf diesem Drachenkopf und da hat er eine Lernaufgabe. Und es wird dazu führen, dass er immer wieder mal in sein Leben in einem Wendepunkt steht, in einem Knoten, wo alles zusammenkommt. Alles zusammenkommt und steht in einem Wendepunkt und kann nicht ausweichen, sondern hier muss dann wichtige Entscheidungen treffen. Und auch mal einen Neuanfang wagen oder Veränderungen wagen, weil das ist die Widderenergie, spielt sich alles ab im Tierkreiszeichen wieder. Und gerade in diesem Bereich nähert sich der Planet Uranus gerade, hat noch nicht erreicht dieser Punkt, aber wenn Uranus in diesem Bereich nähert und es wird Ende dieses Jahr sein, Anfang nächstes Jahr, dann löst hier was auf, so dass er nichts anderes kann als Veränderungen, Umbrüche und damit löst diese Knoten. Das ist wie ein gordischer Knoten, ein Wendepunkt im Leben, wo nicht ausweichen kann und hier wichtige Entscheidungen trifft und beginnt ein Neuanfang und das nähert sich, das kommt, das ist noch nicht so weit, aber das kommt und hier hat er eine karmische Lernaufgabe und vielleicht braucht diese Energie, dieser Wendepunkt und die Uranus-Einfluss, sonst schafft das nicht oder schiebt sich das vor sich hin. Also hier ist wichtig, dass Uranus und Vertex radikal eingreift, dass bei ihm nichts anderes übrig bleibt, als mit dieser Thematik auseinandersetzen und diese Erlebnis nähert sich, das kommt. Sein Lilith ist weiter weg von diesem Mondknoten als bei Mike. Bei Mike direkt ist diese Wünsche, Sehnsüchte und aber auch das Ablehnung gleichzeitig. Bei Alex, bei dieser neuen Begegnung, wirkt es mit dem Mondknoten zusammen. Bei Mike ist Lilith
ist in einer Entfernung von diesem Mondknoten, also da unterscheiden sich die beiden Horoskope, aber immerhin hat er auch ein Lilith und diese Lilith-Energie hat auch einen Einfluss von Fixsternen und das ist die Frühlingspunkt, die Tag- und Nachtgleich und das Neuanfang. Und da zwei Sternen, wo hier wirken, das ist Sharatan und Mesarthim. Die eine symbolisiert die Tag- und Nachtgleich, die andere natürlich die Frühlingsanfang im Nordhalbkugel und aber auch das Neubeginn. Und diese beiden Ausgleich zu finden und ein Neubeginn zu starten, diese beiden Sterne haben einen Einfluss auf sein Lilith-Energiefeld. Einerseits wünscht er sich, also ich spreche von Mike, von die alte Liebe, also wünscht er, diese ausgeglichen zu werden, diese Ausgleich, wünscht er sich aber auch mal einen Neuanfang zu machen, aber er lehnt es ab. Traut er sich nicht zu oder hat Angst davon, wie auch immer, aber neigt zu diesem Ablehnung. Das ist das typische Lilith-Energie. Aber natürlich in Partnerschaft kann man das unterstützen oder Mut zu geben und helfen und das bekommt dann doch einen Ausgleich. Also das sind die Einflüsse von Mike. Jetzt schauen wir mal an, Mike Horoskop mit dein Horoskop, Lilien. Wie ist die Verbindung zwischen euch beiden? Und dann schauen wir mal die neue Liebe Alex auch an. Also Mike hat Aszendent Zwilling und Mond im Zwilling. Das ist natürlich im Einklang mit deiner Sonne und Mars. Beide befinden sich im Tierkreiszeichen Zwillingen. Das heißt, diese Anziehungskraft ist schon da. Deine Ausstrahlung ist dein Aszendent, entspricht dieser Skorpion. Die Skorpion, die Tierkreiszeichen Skorpion, befindet sich bei Mikes Horoskop im sechsten Haus, aber eingesperrt. Das heißt, das, was du ausstrahlst, deine magische Ausstrahlung oder deine erotische Ausstrahlung, ist Mike, also die alte Liebe, wie so, da wie eine Sperre da. Traut nicht zu oder dann natürlich auch die Venus im Jungfrau. Wie kann damit klarkommen, wenn die Jungfrau, die Liebesplanet im, wenn Venus, die Liebesplanet im Jungfrau ist, das muss so eine gewisse Schüchternheit. Also, so würde ich beschreiben, ich glaube, das ist die richtige Wort dazu. Mike, nimm dich wahr, deine Ausstrahlung, auch diese erotische Ausstrahlung, auch wenn dir das gar nicht bewusst ist oder du provozierst es nicht, du bist selber eher zurückhaltend, trotzdem hast diese Ausstrahlung. Und da ist Mike gegenüber ein bisschen eingeschüchtern. Da hat er Hemmungen. Da ist wie eingesperrt, da hat er Hemmungen und da ist ein gewissermaßen schüchtern. Er muss aber lernen, auch zu sich als Mann stehen und die Sexualität leben. Das zeigt sein Mars an. Und sein Mars ist im Schützen. Und sein Mars im Schütze zeigt auch diese Leidenschaft auch. Das ist Feuerenergie. Und es befindet sich dieser Mars zwischen 7. Haus und 8. Haus. Also einerseits die feste Beziehung, andererseits aber auch Befreiung durch die Sexualität. Er braucht diese Sexualenergie, das zu befreien. Vielleicht hat er solche Ziele, die
Schützen geboren haben Ziele und als Mann erlebt das, dass er solche Ziele hat. Und trotzdem, wenn soweit ist, dann fühlt er sich etwas schüchtern oder wie eingesperrt. Und das Ganze wartet drauf, diese Sperre zu lösen und befreit zu sein. Und natürlich, das kann man alles bearbeiten. Ich versuche nur erklären, wo er seine Themen hat. Dann schauen wir mal an sein Wesen, sein Kern, seine Sonne im Tierkreis, seine Waage und dein Sonne im Zwilling. Natürlich ist es in Harmonie. Da hast du von die Wesen her Zwilling, Waage, hast du eine sehr gute Verbindung zu beide Männer, sind beide im Tierkreiszeichen Wagen geboren. Du bist im Tierkreiszeichen Zwillings geboren. Das heißt, du verstehst dich mit beide Männer sehr gut. Das ist mal einfach eine schöne Verbindung da von dem Wesen her. Dann schauen wir mal die Emotionen an. Das sind die Gefühle, die tiefen Gefühle. Bei Mike ist die Emotionen im Tierkreiszeichen Zwilling, da ist der Mond, und bei dir im Löwe. Und die Löwe und die Zwilling, die haben eine Harmonie zueinander, weil die eine ist die Luftelement, das ist das Zwilling, und das ist Mikes Mond. Und bei dir, dein Mond im Löwe, das ist ein Feuerelement. Und Feuer und Luft, die ergänzen sie sich. Das heißt, ihr seid nicht nur von den Wesen her, versteht euch gut. Es ist auch gleichzeitig die Anziehungskraft da. Nur Mike ist schüchtern ein bisschen, wenn es um Erotik geht, und fühlt er sich gehemmt bisschen dir gegenüber, wenn er spürt deine Ausstrahlung, aber von den Gefühlen her habt ihr eine schöne Verbindung, seid ihr im Einklang. Nachher schauen wir Alex Horoskop noch an, aber jetzt bleiben wir noch bei Mike. Also das ist die Mondeinfluss. Dann, wie sind die Gespräche? Weil natürlich bei Partnerschaft ist auch wichtig die Gespräche. Bei Mikes Horoskop, also bei die alte Liebe, steht Merkur, der Planet, die Kommunikation, im Skorpion. Und so wie er sich spricht, wie er sich handelt, das gefällt dir persönlich, du hast die Aszendent Skorpion, das beeindruckt dich, aber wo steht dein Merkur? Im Krebs. Das bedeutet, dein Merkur im Krebs ist Wasserelement, sein Merkur im Skorpion auch Wasserelement. Er spricht miteinander sehr gefühlsvoll. Oder manchmal versteht euch ohne Worte. Und das ist auch, kann sehr harmonisch sein. Du mit deinem Krebsmond neigst dazu, wenn du dich verletzt fühlst, zurückziehen oder nichts sagen. Und sein Merkur ist rückläufig in sein Horoskop. Er neigt dazu aber auch. Wenn er verletzt fühlt, dann sagt er auch nichts. Also hält die Worte zurück, rückläufige Merkur. Und beiden im Wasserelement, also das heißt Gefühle. Also wenn bei Gesprächen euch beide dieses Gefühl erlebt, Verletzungen, weil die andere mit Worten verletzt hat, ihr beide neigt dazu, nichts mehr sprechen, sondern das Wort zurückhalten. Und dann fehlt natürlich ein klärendes Gespräch. Und das ist wichtig zum Lernen, doch das Überwinden und doch Ansprechen auf anderen zuzugehen. Und dann entsteht wieder eine Harmonie, weil eure Merkur harmonisiert sich sehr schön miteinander.
Da sein Venus, und das entspricht dem Typ von Frau, wo er sich wünscht oder wo er vorstellen kann, eine Beziehung zu leben, das ist die Jungfrau. Bisschen zurückhaltend, schüchtern, bodenständig, aber sauber, rein, aber auch klug. Solche Frau beeindruckt Mike, deine alte Liebe. Wo dein Venus ist, das ist im Tierkreiszeichen Stier. Du bist zwar nicht im Tierkreiszeichen Jungfrau geboren direkt, aber im Erdeelement Stier. Das heißt, dass du als Frau sprichst du Mike an. Es muss nicht im Tierkreiszeichen Jungfrau geboren sein, aber doch bodenständig, du drückst es anderen Art und Weise aus, aber sein Venus im Jungfrau harmonisiert auf dein Venus im Tierkreiszeichen Stier, behandelt sich zwei Erdeelement, Stier und Jungfrau, und die stehen in vollkommener Harmonie. Du vielleicht anderes ausdrückst, wie er das vorstellt, aber ihm wird es begeistert sein, so wie du bist als Frau. Wo steht dein Mars und wo steht sein Mars? Das ist das Bild, wie du einen Mann vorstellen kannst. Bei dir steht die Mars im Zwilling. Das ist der Typ Mann, wo du wünschst. Jünger aussehen, vielseitig interessiert, und ich habe schon erklärt, der, wo dir auch Freiraum gibt. Und sein Mars steht im Tierkreiszeichen Schütze. Von den Elementen her, Schütze als Feuerelement und Zwilling als Luftelement, stehen in vollkommener Harmonie. Beide sind auch beweglichen Zeichen. Also Bewegung kommt bei Schützen, Bewegung kommt auch bei Zwilling. Also das ist schon beide beweglich, von den Element her auch in Harmonie. Aber die liegen gegenüber. Und da ist wichtig, wie in einer Waagschale einen gewissen Ausgleich finden. Das heißt, das ist der Mann. Und du kannst diesen Mann für dich gewinnen, wenn du versuchst, auch ihm immer einzugehen und versuchst, das immer die Gleichgewicht halten. Wichtig ist, das ist seine Männlichkeit, wo hier eine Rolle spielt, und du als Frau sollst damit bewusst sein, dass du bist diejenige, wo das lenkt, dass hier die Waagschale nicht gibt und es immer schön im Gleichgewicht bleibt. Und in dem Art und Weise, dass für dich auch angenehm ist, erinnere, was ich Anfang des Videos gesagt habe, vor niemand niederbeugen, dich selbst nicht aufgeben, dich nicht opfern, sondern zu dir selbst stehen. Also nur bis einen gewissen Grad. Aber auf ihn einzugehen, dass es wieder alles im Gleichgewicht bleibt, schön harmonisch, das ist vielleicht klug, diese Handlungen, wenn du mit Mike wieder versöhnst und eine Beziehung eingehst. Interessant ist auch zum Sehen, dass sein Mars im Grenzbereich ist und Moment, muss ich jetzt mal schauen, genau, also dass sein Mars im Grenzbereich ist zwischen Schütze und Steinbock, so wie dein Sonne auch im Grenzbereich ist zwischen Zwilling und Krebs. Und dann vielleicht das auch noch berücksichtigen, dass er als Mann ist mit beiden Energie vertraut. Auch mit Schützen, aber auch mit Steinbock. Und er in diesem Grenzbereich so pendelt hin und her. Manchmal drückt er sich aus in seiner Männlichkeit wie ein Steinbock geboren. Noch, das vielleicht noch dazu.
Wenn ich zusammenfasse, die Bindung zu Mike, würde ich so sagen, dass Mike steht in einem Einfluss gerade von den Sternen, von der Bewegung von Sternen, wo bei ihm gerade etwas auslöst. Das muss nicht mit Liebe, Partnerschaft zu tun, aber es kommen alte, enttäuschte Erinnerungen wieder hoch. Er fühlt sich momentan enttäuscht. Ein bisschen Geduld noch, dann kommt bis Ende des Jahres ein Einfluss von Uranus, was dieser Vertex auslöst und steht in einem Wendepunkt in sein Leben und kommt Umbrüche und Veränderungen. Und er lernt, zu seiner Männlichkeit zu stehen, zu dem Wunsch zu stehen, eine Partnerschaft zu führen. Und Venus bewegt sich noch im wieder, also das wird auch wichtiges Thema zurzeit, auch die Liebe, Partnerschaft, natürlich Venus nicht bis Ende des Jahres, ganz klar, Venus bewegt sich schnell, aber diese Umbrüche, diese Veränderungen wird bei Mike kommen. Er hat eine Lernaufgabe, nicht zu dem Mutterbild stehen und das im Vordergrund stellen, sondern Bewusstsein auch, dass er eine Partnerschaft führen möchte und mal die zu dieser Frau einen Bezug zu haben und auch mal einen Neuanfang wagen. Dann mit seinen Talenten, Fähigkeiten, Bewusstsein, dass er künstlerisch begabt ist und die richtigen Schlüssel, die richtigen Tür zum Öffnen, weil das bringt ihm Glück in beruflichen Situationen. Und auch mal Neubeginn wagen in Liebe, Partnerschaft und zu seiner Männlichkeit stehen, zu der Frau zu stehen, zu der Liebe, zu der Partnerschaft stehen. Und er hat gewisse Hemmungen, ein bisschen Einschränkungen, besonders was die Sexualität betrifft. Aber das ist eine Lernaufgabe, das zum Leben, keine Angst davon haben, er wird nicht versagen, sondern das ist für ihn die Befreiung auch. Und so kann mit ihm eine Beziehung einzugehen, also das sind ein paar Bausteine, wo er noch Themen hat. Und du als Frau dafür sorgen, wenn ihr beide miteinander nicht spricht, weil beide fühlt sich verletzt, eine muss nachgeben und ihr beide neigt dazu, die Worte zurückzuhalten und in Partnerschaft immer darauf achten, dass alles im Gleichgewicht bleibt, dass auf ihn zugehst, aber so, dass du dich dabei auch nicht verletzt, sondern zu dir selbst auch stehst. Ansonsten habt ihr eine vollkommene Harmonie miteinander, auch was die Partnerschaft betrifft, was die Liebe betrifft, was die Gefühle betrifft, eine absolute, vollkommene Harmonie. Die Aszendent-Zwilling hat er, du bist im Zwillings geboren, sein Mond im Zwilling, deins im Löwe, vollkommene Harmonie. Dann sein Venus im Jungfrau, du hast die Venus im Stier, ist auch eine Harmonie. Sein Mars im Schütze, dein Mars im Zwilling liegen zwar gegenüber, braucht man einen gewissen Ausgleich, aber von den Elementen her und von der Bewegung her ist auch Harmonie. Die Gespräche, eine ist Skorpion, andere ist Krebs, zwei Wasserelemente, ihr könnt miteinander auch kommunizieren. Er hat da ein bisschen Themen mit seiner Schüchternheit, dass er sich nicht befreit fühlt, dass er zu sich selbst stehen muss als Mann und da etwas in Ordnung bringen mit dem Mutterbild. Das sind diese Themen und wenn er das bewältigt hat und lernt, auch mal einen Neuanfang zu starten und sich beruflich in den künstlerischen Bereich zu verwirklichen und die Sexualität leben, dann entsteht eine vollkommene Harmonie zwischen euch beide und dann sehe ich gute Chancen, dass ihr das im Griff bekommt. Wie sieht das mit Alex Horoskop aus? Also das ist die neue Begegnung. Noch so viel, ich habe jetzt das nicht gesagt, noch so viel, welche Lebensphasen die beide befinden. Mike und auch Alex, also auch die alte Liebe, auch die neue Liebe, befinden sich in einer Lebensphase, die Steinbock.
Das kann bedeuten, dass alles zu schwer nehmen, kann aber auch bedeuten, dass Sie jetzt hohe Ziele haben und daran wirklich arbeiten und das wollen Sie erreichen und geduldig sind und steigen hoch, betrifft beiden und diese Lebensphase beginnt bei, die beiden sind Anfang dieser Steinbockphase und das wird natürlich noch in die kommenden Jahren dauern, dass in diesen Jahren befinden die beiden und du befindest dich gerade mit deinem Lebensalter in die Phase der Zwilling, also das Leichtigkeit, vielseitige Interesse und Luft und diese spielerische Art und Weise, was du auch natürlich nutzen kannst, mehr zu deinen Löwe-Eigenschaften zu kommen, dass du in deinem Leben wirklich wie ein Theaterstück darstellst und spielst die Hauptrolle in spielerischer Art und Weise und in dieser Phase befindest du dich. Und jetzt schauen wir mal Alex Horoskop an. Also so viel wissen wir mal. Alex, die neue Liebe, ist auch im Tierkreiszeichen Waage geboren. Sein Merkur steht auch im Waage, also er spricht auch oder die Merkur im Waage neigt dazu, natürlich andere ja nicht verletzen und das ist so die Sprache, wie er sich ausdrückt, aber sehr wählerisch und fein und natürlich sehr schön, da kommt die Venus-Energie dazu. Die absteigende Mondknoten, also die alte karmische Erfahrungen, liegt auch bei Tierkreiszeichen Waage. Das ist bei Alex auch der Fall. Und das, was er lernt, so wie bei Mike, auch bei beiden Männern, das ist die Tierkreiszeichen wieder. Aber Alex hat hier ein Themen. Weil ihm ist es gar nicht einfach, weil in diesem Weg, was er lernt, in diese neue karmischen Erfahrungen, was er in diesem Leben bewältigen soll, und das sind die Wiedereigenschaften, das heißt, von etwas begeistert zu sein oder mal einen Neuanfang zu starten, wirkt auch gleichzeitig die Lilith-Energie. Das heißt, er hat diese Bedürfnisse, er hat diese Wunsch, er hat diese Sehnsucht und im letzten Moment macht einen Rückzug und als jetzt als seine neue Partnerin soll es damit bewusst sein, dass er dazu neigt, dass er bei jedem Neuanfang ist zwar diese Begeisterung da oder dieser Traum oder dieser Wunsch da, aber er neigt zu Rückzug. In diesem Bereich, wo die aufsteigende Mondknoten bei ihm ist und auch die Lilith-Energie beides, im Tierkreiszeichen wieder, wirkt ein Stern und dieser Stern heißt Mirach. Und dieser Stern Mirach befindet sich im Sternbild Andromeda. Und das ist die Nieren, die Andromeda. Nieren als Organ hat man mit Partnerschaft was zu tun, mal so nebenbei. Aber was verspricht noch dieses Bild Andromeda? Andromeda ist die gefesselte Königstochter. Die Geschichte ist folgendes. Es gab eine Königin Cassiopeia. Und Cassiopeia hat eine wunderschöne Tochter Andromeda. Und die prallte überall, ihr Tochter sei die schönste, schöner wie die Meeresjungfrauen. Und das hörte Poseidon, des Gott des Meeres, und bestrafte die Königin. Und schickte die Walfisch im Land und sollte die Walfisch die Königin bestrafen wegen dieser Prahlerei. Und die Walfisch nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in ein Felsen. Und es ist die gefesselte Königstochter. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda. Mit seinem Schwert schneidete diese Fessel ab und die beiden sind mit diesem geflügelten Pferd Pegasus davon geritten. Im Luft. Sie sind geflogen und das symbolisiert die Leichtigkeit, die Befreiung. Und die beiden Andromeda und Perseus verliebten sich auch. Und diese Geschichte wirkt auf seinen neuen Weg, neuen karmischen Weg,
was die aufsteigende Mondknoten zeigt. Das heißt, sein Schicksal, und wir sprechen von Alex, von dieser neuen Liebe, sein Schicksal führt zu diesem Weg, weil er macht diese Erfahrungen. Aber er fühlt sich da gefesselt. Hier ist jetzt nicht Andromeda, eine Frau, wo gefesselt ist, sondern hier ist ein Mann, wo gefesselt ist. Und Andromeda wurde vom Perseus befreit. Perseus war ein Held und befreite Andromeda. Und mir kommt es vor, wenn Alex da warten würde, bis eine Frau kommt und befreit ihn von diesem Fesseln. Und jetzt bist du da. Das ist recht und schön. Aber wenn Lilith auch wirkt und du erfüllst zwar seine Träume, seine Sehnsüchte, seine Wünsche, aber wenn er dazu neigt, das nicht zuzulassen, und bei Lilith-Energie kann das passieren, also sei damit ein bisschen bewusst. Was bei ihm ausgelöst hat, diese Begegnung, dieser Tag, wo euch jetzt kennengelernt hat, dass die Venus-Energie genau auf sein Saturn gewirkt hat. Das haargenau, haargenau. Die Venus-Bewegung im Tierkreis wieder erreichte exakt sein Saturn und löste das gesamte Horoskop aus. Das heißt, es war kein Zufall, dass er dich kennengelernt hat. Auf diesem Saturn-Einfluss, was Venus ausgelöst hat, und das ist wie ein Neuanfang im Tierkreiszeichen wieder, hat einen Einfluss auf sein Mars im Schütze. Und das im siebten Haus. Und das ist eine schöne Verbindung, weil diese Saturn, und Saturn möchte Sicherheit, Stabilität und Ordnung. Das wurde vom Venus wie ausgelöst, diese Energie. Und du warst diese Venus, wo in dem Tag er begegnet hat. Und das hat eine Verbindung gerade zu seinem Mars im siebten Haus, im Schütze. Und das kommt alles vom Widder und Richtung Schütze, verbindet sich Tierkreiszeichen Widder mit Tierkreiszeichen Schütze, das heißt zwei Feuerelementen, das ist eine harmonische Verbindung. Und im siebten Haus, das muss ich noch dazu sagen, das heißt bei Alex, Liebe, Partnerschaft, Ehe, löste diese Begegnung aus. Wenn er klug ist, dann nimmt er dich ernst und nimmt dich als Ehefrau. Wenn er Angst hat von diesem Neuanfang, Neubeginn und versucht davon zu laufen, da hat er Pech gehabt. Aber mit diesem Davonlaufen am Anfang kannst du rechnen. Das heißt nicht, dass das alles zu Ende geht und er immer und ewig dann wegbleibt. Aber versuch zu erkennen, dass er diese Neigung hat. Einerseits begegnet mit dir und Saturn schenkt dich als Frau. Und Saturn, dieser Schicksalsplanet, sagt, das ist die Frau für dich bestimmt. Und mit dieser Frau wirst du glücklich sein und da kannst du eine feste Partnerschaft einzugehen. Das wäre der einfache Weg und das spürt er auch. Irgendwie, es ist in voller Begeisterung auch. Das sind seine Träume. Du erfüllst seine Träume und seine Sehnsüchte. Aber wenn diese alte Muster kommt, Angst davon zu haben, dann weißt du, wozu er neigt. Zum einen Schritt vorwärts, zwei zurück. Und am Anfang ist vielleicht gut, wenn du damit bewusst bist. Dann schauen wir weiter an die beiden Horoskope, weil ich erstmal vielleicht noch bleiben wir nur bei ihm und dann vergleiche ich mit dein Horoskop. Also diese Neigung ist da und da hat er hier eine Lernaufgabe, durch diese Mirach, diese Andromeda, sich von diesen Fesseln zu befreien. Also definitiv hat hier eine Lernaufgabe, davon zu befreien.
sein Mond. Und das beschreibt sein Gefühl, sein Gefühlszustand befindet sich im Tierkreiszeichen Krebs. Also er ist halt gefühlsvoll. Er bemuttert auch gerne andere. Dann hat noch die Waage dazu. Nett, angenehm, harmonisch, Merkur im Waage, ja, niemand verletzen mit Worten. Also er achtet auf die Wortwahl und er ist sehr, sehr gefühlsbetont. Also Mond im Krebs, sehr, auch wenn das ein Mann ist, aber hat mütterliche Gefühle. Aber dieser Mond ist verletzt. Verletzt von der Sonne. Das heißt, er hat in seinem Horoskop, und jetzt sprechen wir von Alex, die neue Liebe, eine Spannung zwischen die beiden Lichter, Sonne und Mond. Und das ist das Bild von Vater und Mutter. Das heißt, er hat eine schlechte Kindheit. Er hat Konflikt mit seinen Eltern. Die beiden stehen im Konflikt. Und diese Spannung begleitet ein Leben lang, und das sollte man solche Spannungen natürlich eine Lösung finden. Und es ist möglich, man kann diese Blockade auflösen, aber erstmal hat er diesen Konflikt in sich. Und das ist, wenn Sonne, Mond in dieser Spannung steht, was er in Kindheit erlebt hat, das bedeutet, er als Waage geborener Mensch, wo auch die Merkur, die Gespräche im Waage ist und wichtig die Harmonie und die Schönheit und die Ruhe und die aufsteigende Mondknoten auch im Waage ist, wo er da vertraut ist und dann kommt in eine Welt und wird geboren und hat ein Elternhaus, wo die Eltern Spannung haben und alles andere ist als harmonisch. Vielleicht war schon ein Spiegel, dass er mehr in Richtung Widder schaut, wo seine Lernaufgabe ist. Und da mal auch Kraft zu zeigen oder mal lauter werden oder Mut zu haben, aber das ist nicht einfach. Und das ist die Kindheit und das sind die Spannung zwischen die beiden Lichter, was natürlich auch zu seiner Persönlichkeit gehört. Ihm fällt sehr schwer, einen Ausgleich zu finden, einen inneren Ausgleich. Die Sonne symbolisiert auch den Verstand und das Bewusste und die Mond symbolisiert auch die Gefühle und die Seele, das Inneren, das Unbewusste. Das heißt, er steht in ständiger Spannung zwischen Verstand und Gefühl. Und es muss auch berücksichtigen als neue Partnerin, falls du für ihn entscheidest, dass er diese innere Spannung hat. Sagt die Verstand was ganz anderes, was sein Gefühl sagt. Und er muss das ausbalancieren und es ist gar nicht einfach, da die Gleichgewicht zu finden. Und es geht auch um Emotionen und um Gefühle natürlich auch. Dieser Mond, was verletzt ist von Sonne, im Krebs, hat einen Einfluss von einem Stern. Und dieser Stern heißt Dejat und dieser Stern Dejat befindet sich im Tierkreis einen Zwilling und das ist die vordere Fuß von den Zwillingen. Und zwei zeigt an oder gibt eine Botschaft für den Mond, was die Emotionen von diesem Mann betrifft. Mach Schritte, mach mal einen Schritt vorwärts. Und bedeutet dieser Stern auch stolz, stolz zu sein. Also das, was er auch vielleicht aneignen soll, stolz zu sein in sein Leben und so seine Schritte zu machen und diese Denken und Fühlen ausgleichen, wagen etwas Neuanfang und zulassen seine Wünsche und Sehnsüchte und nicht davonlaufen und gerade, was die Schicksalsplanet und die Venus Einfluss ausgelöst hat, mal eine richtige Beziehung einzugehen, weil das wäre die Stabilität und Sicherheit, was Saturn auch möchte und führt auch dazu und gerade trifft mit dir.
Und das sind die Mondeinfluss, sein Venus. Und das entspricht die Frauenbild. Sein Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe und hat eine Verbindung zu Jupiter. Also Glück hat immer, weil die beiden, Jupiter und Venus, sind auch bei den beiden Glücksplaneten. Jupiter ist die große Glück, Venus ist die kleine Glück. Und die sind auch sehr schön bestrahlt, die beiden. Also er hat immer wieder, auch wenn diese Spannung hat und es kommt von der Kindheit, trotzdem hat er immer wieder Glück in die Liebe. Also das mal so auch möchte ich betonen. Aber Venus ist auch bei Männerhoroskopen das Frauenbild. Das bedeutet nicht, dass er mit einer löwengeborenen Dame zusammen sein möchte, aber ihn beeindruckt Frauen, wo diese Löwe Eigenschaften haben. Es kann auch sein, dass bei dir etwas rausholt, weil du hast, auch wenn du Zwillingsgeborenen bist, hast etwas von den Löwen, weil dein Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Löwen und dieser Mann löst bei dir aus, weil es wird dir bewusst sein, du beeindruckst ihn, wenn du glänzt. Nicht nur die Löwe zeigt an hier, dass er liebt Frauen, weil er mit diesen Frauen gerne mal glänzen möchte und das führt dazu, dass dich im Glanz bringst und glänzt in seine Seite und mit diesem Jupiter-Einfluss vielleicht sogar übertreibt es auch ein bisschen, sondern auf dem Venus kommt noch ein Einfluss von einem Fixstern und dieser Fixstern ist Regulus, ein königlicher Stern und dieser Regulus, so wird in Geschichte immer behandelt, dieser Stern, das ist das Königsstern. Das sind für Könige und Herrschende. Und dieser Regulus, was nichts anderes ist als das Herz der Löwen, hat einen Einfluss auf sein Venus. Das heißt, er möchte mit die Frau glänzen. Natürlich auch lieben und wichtig ist auch das Herz. Aber hier geht es um einen königlichen Stern. Also er sucht seine Königin. Und du bist seine Königin. Bei Mike, bei die alte Liebe, der ist mehr bescheiden und zurückhaltend. Hier bei Alex geht das nicht. Alex will eine Königin und damit will angeben oder glänzen. Und das unbewusst sucht in eine Frau. Dann schauen wir mal seinen Planeten noch an, wo er Glück hat. Das ist das Jungfrau, wenn er sein Leben in Ordnung bringt und dafür sorgt, dass alles seine Pflichten nachgeht und Ordnung herrscht, dann hat er Glück. Und hier auf diese Fortuna wirkt auch ein Stern und dieser Stern heißt Zosma und das bedeutet, das ist unterschiedlich. Also die Römer sagen, er kehrt etwas zurück von Vergangenheit und das bringt Glück. Die Perser sagten hier, die Verbindungen bringt Glück und die Babylonier sagen, das ist die Stern, die Orakel, also die Weissagung und da hat man Glück. Jetzt kannst du aussuchen, was du möchtest. Auf jeden Fall die Tierkreiszeichen Jungfrau ist es, wo in sein Leben Ordnung braucht und damit hat er Glück. Und vielleicht neige ich dazu mal beschreiben eher für die persischen Aussage, die Verbindungen, wenn er die richtigen Verbindungen hat im Leben und so kommt sein Leben in Ordnung. Das bringt Glück in sein Leben und das ist im fünften Haus. Das heißt, mit Kindern oder im Lebensfreude. Bei ihm ist es anderes wie bei dir.
Er neigt dazu, etwas zu übertreiben, und das sind die Löwe-Eigenschaften. Und erlangt das bisschen zurücknehmen und mehr für die Ordnung sorgen, bescheiden zu sein, bodenständig bleiben und dafür sorgen, dass in sein Leben in Ordnung kommt und so die Verbindungen suchen. Genau das Gegensatz, wie du das lernst. Bei dir ist die fünfte Haus, was die Lebensfreude betrifft, ist natürlich im Fischen und im Widder, also fünfte Haus bei dir Fischen und Widder, aber du hast Saturn hier und Saturn schränkt dich ein bisschen, was die Lebensfreude betrifft. Und dazu bist du zu ernst oder nimmst du das Leben zu ernst und du kannst ihn belehren, weil er braucht diese Auskunft. Und Alex, wo dazu neigt, mit voller Züge das Leben zu genießen, voll die Löwen-Eigenschaften zu leben und das mit Jupiter vielleicht sogar übertreiben, braucht ein bisschen Bremse. Bremse und mehr in die Richtung Jungfrau sein und so kommt sein Leben in Ordnung. Das heißt, mit deinem Saturn im fünften Haus und wie du dazu stehst mit Lebensfreude, wo dich Saturn ein bisschen einschränkt, du kannst ihm Grenzen setzen oder zeigst du, jetzt mach mal langsam und sei mal bodenständig und übertreib mal nichts oder bring mal dein Leben in Ordnung, weil du kannst das. Und er, Alex, also der Neue, kann dir zeigen, sei mal ein bisschen ausgeflippt oder genieß mal das Leben. Jetzt denkt nicht, was morgen kommt, sondern sei mal hier und jetzt und fröhlich. Also ihr könnt in diesem Bereich, du kannst ihm etwas beibringen und er kann dir aber auch was beibringen. Aber ist auch wichtig, da einen gewissen Ausgleich zu finden. Auf seine Sonne. Im Waage, er ist im Tierkreiszeichen Waage geboren, beide Männer sind im Tierkreiszeichen Waage geboren, also Alex, die Neue, seine Sonne im Tierkreiszeichen Waage hat auch einen Einfluss von einem Stern, Zaniach heißt dieser Stern, und dieser Stern befindet sich im Tierkreiszeichen Jungfrau und bedeutet Ordnung. Das heißt, er muss lernen, in sein Leben Ordnung bringen. Und ich würde sagen, dass er gerne übertreibt, dass er diese Ordnung noch nicht hat, weil er muss das erstmal lernen. Und das ist auch eine Lernaufgabe und so bringt sich selbst in sein Leben in Ordnung, wenn er in die Pflichten nachgeht, wenn er die Ordnung hält und nichts übertreibt, nichts verspielt in sein Leben und das gibt ihm Sicherheit und Stabilität. Sein Mars, seine Männlichkeit oder wie er handelt im Leben, diese Bewegung, befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze im siebten Haus. Und genau in dieser siebte Haus bei die Schütze bewegt sich gerade die Planet Saturn, wo bei ihm das auch nochmal überprüft, seine Beziehungen. Und das ist wieder ein Hinweis, dass es kein Zufall ist, dass ich euch kennengelernt habe. Und auf sein Mars ist ein Einfluss von einem Stern und dieser Stern heißt Rastaban und dieser Stern Rastaban befindet sich im Sternbild Drache. Jetzt nicht erschrecken, es gibt dieses Sternbild Drache und das ist der Kopf der Schlange. Also erstes Mal ist er klug und hat kluge Handlungen, aber er neigt dazu auch mal streiten. Natürlich die Merkur im Waage besänftigt das alles, aber hier entsteht eine gewisse Spannung, weil diese Mars-Energie, was auch der Trieb ist, neigt dazu, mal mit anderen mal sich durchsetzen oder wenn das drauf angeht, auch mal streiten mit anderen und diese Veranlagung hat er auch.
Aber er hat Konflikt wieder und das ist wieder ein innerer Konflikt. Wie bringt das in Merkur-Energie im Klaren? Weil Merkur im Waage will kein Streit. Also das bedeutet nicht, dass er immer so ist, aber es kann bei ihm passieren, dass er hochkocht, also Wut hat und kocht so richtig von Wut und dann kommt die Einfluss von dieser Rasterbahn und er flippt aus und fängt an zum Streiten. Und dann hat er einen inneren Konflikt, weil seine Waage Sonne oder die Waage Merkur das gar nicht zulassen will, weil Waage will schön und harmonisch und schön reden und schön ausdrücken und ja, niemand verletzen. Aber die Trieb ist da, diese Mars-Energie ist da. Das bedeutet, entsteht ein gewisser innerer Konflikt. Und was passiert dann? Kommt der Mond im Krebs. Er hat schlechtes Gewissen. Wenn er das nicht bremsen kann und die Mars neigt dazu, wenn er Wut hat, dass er anfängt zum Streiten und aber die Waage kommt damit nicht klar und durch diese innere Spannung entsteht, dann fühlt er das. Fühlt er, er hat die anderen verletzt. Und er kommt damit nicht klar, weil ein Waage will Harmonie. Dann kommt er damit nicht klar. Dann spürt es und dann kommt seinen Gefühlen in Krebs. Und was macht er dann? Ein Krebs zieht er sich zurück und dann erstmal zieht sich zurück und hat schlechtes Gewissen. Und er muss das lernen, das Überwinden dieser Rückzüge und mal zu anderen zuzugehen und ansprechen oder entschuldigen. Also hier ist auch ein gewisser Konflikt bei Alex, bei die Neue. Also so sind seine Sterne, also er ist im Waage geboren, absteigende Mondknoten im Waage, Zwillingsaszendent, Mond im Krebs, Venus im Löwe, Mars im Schütze. Jetzt vergleiche ich dich mit Alex. Er hat Aszendent Zwilling, du bist im Zwillings geboren. Das ist mal eine Verbindung da. Dass ihr gerade euch begegnet hat, das hat ausgelöst eine Venus-Bewegung, eine Venus-Transit nennt man das, weil Venus, die bewegliche Venus, hat sein Geburts-Saturn erreicht. Und das hat eine Verbindung auch zu seinem siebten Haus, zu die Partnerschaft. Also die Bewegung, Begegnung zwischen euch beide war kein Zufall. Im gleichen Zeit, wo ihr kennengelernt habt, hat Saturn selber bewegt sich auch. Saturn bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Schütze, also in sein Partnerschaftshaus. Alle spielt sich eine Rolle, hängt alles zusammen. Er holt von dir die Löwe-Eigenschaften raus, weil er möchte eine Frau, womit er glänzen kann. Also du möchtest dann anpassen und du kommst im Glanz und es hilft, deine Löwe-Mond zu leben, was du gerade entdeckst an dir. Also er holt dir das raus und du entwickelst dich bei ihm. Er neigt dazu, das Leben ein bisschen spielerisch zu nehmen oder verspielen und fehlt bei ihm die Struktur, die Ordnung und du kannst mit deinem Saturn im fünften Haus in sein Leben ein bisschen Struktur, ein bisschen Ordnung reinbringen. Er kann aber auch diese Lebensfreude dir zeigen. Da könnt ihr euch wunderbar ergänzen. Sei damit bewusst, wenn er im Neuanfang steht und er steht mit dir in einem Neuanfang, du entsprichst die Wünsche, Sehnsüchte, war auch kein Zufall, diese Begegnung, aber mit dieser Lilith-Energie neigt dazu, diese Träume nicht zulassen, sondern davon laufen, diese Neigung hat er. Dann hat er einen inneren Konflikt zwischen sein Denken und Fühlen, das kommt von die Kindheit. Aber er hat immer wieder Glück im Leben, das muss ich dazu sagen. Und wo er noch ein Konflikt entstehen kann, wenn er wütend ist und kommen seinen Gefühlen hoch, er kann das nicht bremsen. Er kann das nicht bremsen und es bricht aus
und er neigt dazu, einen Streit zu provozieren, was er aber bereut im gleichen Atemzug. Bereut es auch, dann kommt wieder die Waage hoch. Wenn er diese Situation entsteht, Streit und dass er das bereut, dann kommt das schlechtes Gewissen und statt er das klären, zieht er sich zurück in sein Schneckenhaus und versucht mit seinen Emotionen irgendwie klar zu kommen und dann fehlt mal die Gleichgewicht und dann dauert es ewig, bis er mal die inneren Gleichgewicht findet. Und dann, wie kommt miteinander klar? Aszendent habe ich gesagt, Zwilling Aszendent, du bist Zwilling. Jetzt schauen wir mal die Gefühle an, die Mond. Du hast Mond im Löwe, er hat Mond im Krebs. Also das betrifft euren Gefühlszustand, die Emotionen und da steht eine Spannung. Die Löwe ist ein Feuerelement und Krebs ist Wasserelement. Das heißt, seinen Gefühlen stehen im Wasser, deinen Gefühlen stehen im Feuer. Und das kann bedeuten, wenn das kein Ausgleich gibt bei euch emotional, dass diese Wasser zu heiß wird und kocht hoch. Oder dass er zu viel Liebe dir gibt, zu viel Emotionen, und das ist Wasserelement, dass du das Gefühl hast, du bekommst keine Luft mehr, weil es zu viel Gefühl und das löscht bei dir die Feuer aus. Das heißt, die Elemente vertragen sich nicht. Sein Wasser löscht dein Feuer aus und sein Wasser kann das zum Kochen kommen. Natürlich gibt's oft im Leben, dass es solche Partnerschaften sind auch. Das kann ein gewisser Reiz auch sein, weil man unterschiedlich ist ein bisschen, aber braucht man Gleichgewicht. Wenn das zu viel ist, wenn du zu viel Wasser bekommst, das heißt zu viel Gefühlen, dann kann es sein, dass deine Leidenschaft weniger wird und das ist dir dann alles zu viel. Umgekehrt auch, wenn du mit zu viel Begeisterung reinbringst, dass diese Wasser dann anfängt zu kochen und dann dampft das weg, dann ist das für ihn auch zu viel. Also auf den Gefühlen achten. Was die Gespräche betrifft, weil das ist auch wichtig in Partnerschaft, das miteinander kommuniziert, dein Merkur ist im Krebs. Natürlich, das spricht seinen Gefühlen an, so wie du dich gibst, so wie du dich, wie du sprichst, dann entstehen diese mütterlichen Gefühle und das ist sein Mond im Krebs, das irgendwie spricht das an. Aber was passiert dann, wenn es wirklich um Gespräche geht, wenn es um Partnerschaft geht? Also dein Merkur ist im Krebs und sein Merkur befindet sich im Waage. Und dann ist wieder eine Spannung da. Das heißt, die Krebs, diese Wasserelement, verträgt nicht die Luftelement von Waage. Das ist für die Waage Merkur zu viel Wasser. Die Luft geht aus. Und für die Krebs, für diese Wasser, ist es auch zu viel Luft. Das heißt, da entstehen hohe Wellen. Das ist schon Stürme und kein Wind. Das heißt, langfristig wird bei euch, bei der Kommunikation ein bisschen scheitern. Höchstens, ihr gibt nach und findet einen Ausgleich. Wie ist das in die Liebe? Er bevorzugt die Eigenschaften von Löwe, das kannst du geben mit deinem Löwe-Mond. Und wie steht das zu deiner Weiblichkeit? Widerspannung. Das heißt, sein Venus ist im Löwe und dein Venus ist im Stier.
Und zwischen dem Stier und zwischen Löwe entsteht eine 90 Grad Entfernung, was ich als Spannung sehe. Und es kommt von den Elementen her. Dieses Feuerelement, wo sein Venus drin ist, die Löwe, es entspricht dich zwar deinen Gefühlen oder dein Inneren, weil dein Mond ist im Löwe, aber als Frau bist anderes, als er sich wünscht. Das kann sein, dass er mit dir glänzt, aber langfristig entsteht da eine Spannung, weil für diese Löwe, für diese Feuer ist es zu viel Erde, was dein Venus vermittelt von Stier. Vielleicht zu ruhig oder achtet auf die schöne Umgebung oder zu schön alles gestalten, wobei als Waage man natürlich dazu auch neigt. Aber jetzt mal bleiben wir bei Venus-Energie und das ist schon die Liebe und Erotik auch, entsteht eine Spannung. Dieser Feuer verträgt diese Erde nicht, weil es zu viel Erde und löscht die Feuer aus. Und umgekehrt auch, für diese Erde ist es zu viel Feuer, zu viel Leidenschaft, zu viel Feuer, zu viel Begeisterung und das trocknet diese Erde aus. Anfang vielleicht ist es wunderbar, aber langfristig trocknet es aus. Dann wie steht das mit Mars? Dein Mars befindet sich im Zwilling, das ist das Bild von einem Mann, wo du so wünschst. Seins im Schütze, so wie bei Mike auch. Das ist, bei Mike habe ich das erklärt, von den Elementen her passt, von der Beweglichkeit her passt, aber die liegen gegenüber, braucht einen Ausgleich und du als Frau sorgst, dass es im Ausgleich ist. Wenn ich das vergleiche, es ist kein Zufall, dass du Alex begegnet hast. Alex bringt dir vieles in Erinnerungen, weil erinnert dich an die alte Liebe. Die beiden haben auch viel Ähnlichkeit, die sind gleicher Jahrgang, gleicher Tierkreiszeichen, gleiche Aszendent, doch nicht identisch. Etwas ist dir bewusst, ich denke, dass in diese Richtung geht. Ich möchte nicht die Entscheidung treffen, welchen Mann du eine Beziehung eingehen möchtest. Ich würde so sagen, die Liebe Gott hat Alex dich in seinen Weg geschickt, damit ihm bewusst ist, was für Frau er glücklich sein kann, aber er neigt dazu, das zu verspielen oder gibt dir zu viel Gefühle und zu viel Emotionen, dass du keine Luft mehr bekommst in dieser Partnerschaft und nicht mehr ertragen kannst. Das würde ich mal neigen dazu zu sagen und dann wird dir bewusst sein, dass eigentlich deine Liebe, Mike, ist die alte Liebe, weil da ist die vollkommene Harmonie. Aber ich schaue mal auch im Kartenbild an. Und das lege ich aus mal für die beiden Männer. So, ich habe die Kartenbild ausgelegt, Lilian. Du hast diese beide Begegnung und das entsteht bei mir im Kartenbild, die männliche Hauptperson und die Reiter. Ihr habt die alte liebe Mike, habe ich als männliche Hauptperson genommen und die neue Begegnung habe ich verbunden mit dem Reiter. Wenn ich die alte Liebe betrachte, also Mike, sehe ich die große Liebe. Kann ich nichts anderes sagen. Da ist
die Verankerung, der Verwurzelung, das Glück, auch die Treue, und das ist eine schöne Verbindung. Aber dass ihr eine schöne Partnerschaft leben könnt miteinander, muss Mike einiges überwinden. Das ist das Mutterbild oder etwas abschließen von der Vergangenheit, mehr im Vertrauen bleiben, du auch immer vertrauen, auf ihn zuzugehen oder umgekehrt. Also ihr braucht eine Brücke zueinander, dass ihr wieder zueinander findet. Und Mike befindet sich in diesem Weg, dass er den Weg wieder zu dir zurückfindet. Natürlich, Alex, die neue Liebe oder die neue Begegnung hat bei dir etwas ausgelöst, hat dich auf die alte Liebe erinnert, begeistert dich auch, du lachst und strahlst gerade. Aber bei mir liegt die Fuchs dabei. Die Fuchs, die Falschheit, das bedeutet nicht, dass dieser Mann falsch ist, sondern das wäre eine falsche Entscheidung. Aber ich betone noch einmal, ich kann das beleuchten von Astrologie her, von die Kartenbild her, aber ich überlasse dir die Entscheidung. Aber dazu neige ich mal so zu beschreiben, so wie im Kartenbild, dass sich im Anfangsphase ist das Glück oder diese Begeisterung da, aber langfristig kommt ihr miteinander nicht klar. Als Freundschaft oder beruflich was zusammen machen, das ist ganz anderes, da habt ihr Harmonie, also da könnt ihr wirklich vieles gemeinsam machen und ihr habt sicherlich viel Spaß am Leben und du kannst von ihm viel lernen, er kann von dir viel lernen, aber es wird dir in Partnerschaft zu viel. Vielleicht zu viel, mir kommt das vor, er wird dich mit seinen Gefühlen unterdrücken. Du bekommst da keine Luft und wenn du nicht feinfühlig auf ihn eingestimmt bist, dann ist er beleidigt, dann zieht er sich zurück und du hast die Unklarheiten, was ist wieder los, warum zieht er sich zurück, warum meldet dich sich nicht, und dann fängt an ein gewisser Hin und Her. Aber die Begegnung war nicht umsonst, es war eine schicksalhafte Begegnung. Du als Frau zeigst ihm etwas, wo er bewusst ist, so mit solcher Frau könnte ich eine Partnerschaft einzugehen, aber das wirklich funktioniert zwischen euch beide, muss er viel lernen. Nicht einmal du, sondern er muss dann viel verändern in sein Leben und anderes Verhalten, wie er so in die Partnerschaft dazu neigt, sich zu verhalten. Und mein Rat ist, bleib ihm vertrauen, dass du mit deiner alten Liebe wieder zurückkommst und es kann gut funktionieren. Und genieße die Zeit jetzt mit dieser neuen Begegnung mit Alex, aber bleib im freundschaftlichen Ebenen, dass du Zeit gewinnst, wirklich mal selber beobachten, auch was ich jetzt erzählt habe, und mach da deine Erfahrungen und ihr könnt gemeinsam als gute Freunde oder beruflich etwas schon zusammen machen. Also spricht nichts dagegen, dass ihr im Kontakt bleibt. Aber ein Neuanfang von der Liebe sei ein bisschen zurückhaltend. Warte lieber ab, warte bis Herbst. Wie entwickelt sich das mit Alex? Stürzt nicht sofort in eine Beziehung ein. Weil mein Bild zeigt an, seine Verhalten auch, das entsteht ein gewisser Hin und Her. Und dann kommt fast vorprogrammiert schon die nächste Enttäuschung. Und dann kommen bei dir alte Erinnerungen wieder hoch. Das, was du in alten Karma erlebt hast, dieser rückläufige Neptun, kommen alte Erinnerungen hoch. Und das wäre für dich nicht die Heilung, sondern berührt deine Wunde wieder. Und Heilung hast du, wenn du auf die alte Liebe Mike vertraust und da, dass ihr wieder zusammenkommt, das wäre
eine schöne Beziehung und da würde ich vertrauen. Und das war jetzt mal diese Beratungsvideo, die beide Männer mit dir zu vergleichen. Ich hoffe, könnte ich ein bisschen weiterhelfen und ich bedanke mir dein Anvertrauen und ich bedanke natürlich auch für das Zuschauen. Und nochmal erwähne ich, dass ich gerne Beratungen mache. Und ich weiß nicht, ob von der Länge her, von der Länge von dem Video her wirklich mir jetzt klappt, die Kontaktdaten noch dazufügen, weil die Video ist etwas länger geworden, wie das vorgesehen war. Aber ihr findet meine Kontaktdaten unten bei der Beschreibung und ich freue mich natürlich auf die Beratungen, auf die Gespräche und auf solche Beratungsvideo natürlich auch. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Eure Dendera.